jetzt kommen da auch schon die Mannschaften, die Preußen komplett in grün, das heißt grüne Stutzen, grüne Hosen, grüne Trikots und Groß Asbach gewohnt in rot, schwarz, rot. Ja, zu hören ist im Moment nur der Gästeblock, der gut, sag ich mal, mit 350 Münsteraner werden es jetzt schon sein. Wahrscheinlich noch erwarten wir hier noch Zuschauer aus Münster. Ja, und wer sind eigentlich die Schiedsrichter? So, Schiedsrichter ist, der hat uns diese Saison schon mal gepfiffen, auch bei uns beiden. Da waren wir in Rostock gewesen, haben wir 2-0 gewonnen, ist der Alexander Satter. Kommt aus Grimma, hat uns die Saison davor dreimal gepfiffen. Einmal zu Hause gegen die Kickers, 1-1, in Erfurt 0-0 und in Elversberg 2-2. An der Seite stehen die Kameraden Albert aus dem Vogtland und ein Wessel aus Berlin. Ja, hoffen wir, dass die Schiedsrichter das machen oder möglichst unauffällig sind. Das sind ja meistens dann immer die besten Schiedsrichterleistungen. Ansonsten Preußen wird jetzt, oder Max Schulze-Nieves wird jetzt erstmal das Tor rechts von uns betreten. Das ist das vor dem Gästeblock. Anstoß wird gerade noch ausgelost zwischen Truckenbrot und Kai Gehring. Jay Kent. Das Abklatschen, was ja neuerdings auch vorgeschrieben ist zwischen den Mannschaften, habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Weiß gar nicht, ob das jetzt gerade stattgefunden hat. Ich war gerade so ein bisschen mit meiner Statistik hier beschäftigt. Ja, ihr hört es im Hintergrund, Preußen Münster, Olé. Ich hoffe, das kann man einigermaßen hören. Ansonsten ist eigentlich alles vorbereitet. Die Asbacher machen nochmal den Einschwörungskreis, währenddessen die Preußen sich schon in Startausstellung begeben haben. Marcel Reichwein ist da mit Mehmet Kara an der Mittellinie und Preußen wird Anschluss haben. Ja, und jetzt müssen wir nochmal der Torhüter, der Christoph Geng, muss jetzt nochmal in den Kasten und dann kann es eigentlich losgehen. Der Schiri guckt jetzt auf die Uhr und wo ist seine Pfeife? Und jetzt checkt er nochmal ab, ob die Linienrichter auch die Fahne haben. Das scheint der Fall zu sein. Alle kontrollieren nochmal ihre Uhren und los geht's. Kara hat den Ball, spielt erstmal rechts raus zu Siegert. Erster kleiner schlampiger Pass, aber Siegert kann ihn erst noch retten. Aber Dropkick nach vorne Richtung Reichwein. Der lässt schön abtropfen auf Kara, aber dann Ballverlust und so groß Asbach. Aber jetzt hat aber auch Bischof aufgepasst, verliert dann da den Zweikampf und Asbach sofort nach vorne. Scherler schön aufgepasst, lässt den Gegner da schön auflaufen und Schulz kommt da in den Rängnis, aber Mauri Bischof fährt da dem Kollegen aus Asbach, der Nummer 18, den Skalatidis, schön in die Parade. Es wird ein Freistoß in der Hälfte der Preußen für Sonnenhof Groß Asbach geben. Ja, also man muss wirklich sagen, dieser Platz ist ein Kartoffelacker. Ich hoffe, dass die Mannschaft das nicht irgendwie als Entschuldigung nimmt. Weil hier haben auch schon ganz andere Mannschaften spielen müssen. So, Freistoß kommt jetzt rein. Kopfballabwehr Preußen. Erstmal erklärt, Ball bleibt aber bei Groß Asbach. Rechts raus und da ist aber Schulz, der dann ein bisschen unfair da gegen Skalatidis die Hände zu Hilfe nimmt. Und jetzt gibt es nochmal Freistoß. Das gute, ja, gut 25 Meter, halb rechts, halb rechte Position. Sieht die Nummer, ich kann es gerade nicht sehen, wer das ist. Ball ist jetzt noch nicht freigegeben. So, Ball freigegeben, Freischuss kommt, halb hoch, Kopfball, aber der geht gut 5 Meter über den Kasten von Max Schulze-Nieves. Keine Gefahr und es wird Abstoß für die Preußen geben. Ja, Abstoß kommt von Max Schulze-Nieves, legt sich den Ball auf den die rechte Ecke des Fünfers mit langkommen und der Ball ist wieder im Spiel, kommt so circa 10 Meter hinter der Mittellinie runter. Reichwein geht zum Kopfball, gewinnt den Kopfball, kann auf Benjamin Siegert ablegen, der wieder mit einem langen Pass in den 16er rein, der kommt allerdings nicht an. Groß Asbach im Ballbesitz, verlieren den aber so 5 Meter hinter der Mittellinie. Schulz spielt zurück auf Simon Scherder, Scherder mittlerweile mit dem Querpass auf Dominik Schmidt hinten rum. Dominik Schmidt, langer Pass, Querpass auf Hofmann. Der verliert aber den Kopfball und so bleibt Groß Asbach, oder kommt Groß Asbach im Ballbesitz. Sie verlieren den Ball allerdings an der Mittellinie. Werden ausgetanzt von Mauri Bischof. Der ist jetzt links durchgestartet. Spielt mit Hofmann, Kurzpass, Doppelpass
Amaury Bischoff zurück auf Truckenbrot, spielt mit Schulz, alles auf der linken Seite. Ein bisschen verheddet sich da Amaury Bischoff. Und Groß Asbach ist somit im Ballbesitz an der Mittellinie. Aber Simon Scherder passt wieder auf an der Mittellinie, kriegt den Fuß dazwischen, sichert den Ball. Thorsten Schulz, lange Ball auf Hofmann, der kann den Kopfball nicht erreichen, kann sich jetzt nur noch mit dem Foul behelfen. Meiner Meinung nach war es kein Foulspiel. Ja, ich habe es nicht so wirklich gesehen, weil der Pfeiler genau vor der Nase ist. Ja, gut. Freistoß, Groß Asbach. Spielen hinten rum mit dem Torwart Gehring. Ne, Geng heißt er. Groß Asbach verschiebt sich so ein bisschen auf rechts und wieder, ja, spielt zurück auf den Torwart in die Zentrale. Der spielt mit der Nummer 34. Sie scheint auf jeden Fall keine Eile zu haben. Jetzt war der lange öffnende Pass, aber da ist erstmal Kevin Schöneberg, klärt da, spielt zu Trockenbrot. Der vertändelt da aber erstmal wieder den Ball und jetzt Groß Asbach auf der rechten Seite. Kommt da fast durch, aber Schmidt setzt zu Grätsche an. So gibt es Einwurf gegenüber der Haupttribüne hier. Groß Asbach sofort ausgeführt, aber schön aufgepasst da von Schmidt. Schön weitergeleitet zum Mehmet Kara. Mehmet Kara hat das Spiel jetzt vor sich. Bricht dann aber nochmal ab, spielt zurück zu Kevin Schöneberg. Der schiebt dann in die Mitte zu Simon Scherder. Die Preußen machen das Spiel jetzt lang. Jetzt mal links rausgelegt hier zu Schulz. Der spielt in die Mitte zu Bischoff. Ja, die Preußen schieben den Ball jetzt noch ein bisschen hin und her und versuchen sich den Gegner zurechtzulegen. Das klappt bis zur Mittellinie auch schon mal ganz gut. Also die Groß-Asbacher spielen hier nicht das Mörder-Pressing. Jetzt langer Ball, aber Fehlpass da von Dominik Schmidt, einer seiner gefürchteten langen Diagonalbälle. Und Asbach versucht es jetzt mal schnell zu machen, aber da kann Trockenbrot erstmal klären. Zweiter Ball bleibt bei Asbach. Und die befreien sich da jetzt erstmal gut noch 20 Meter vor der Mittellinie, spielen aber erstmal wieder zurück, brechen das Ganze ab. Und jetzt vielleicht mal über rechts, Doppelpass, der funktioniert auch, wieder ein Doppelpass. Preußen muss sich da gut sortieren und jetzt mal Schuss. Groß Asbach! Parade, Schulze News. Oh, der flatterte ganz schön, der kam ganz schön doof runter. Aber Schulze News ist da bei dem zentralen Stoß dann doch noch da. Der war ein bisschen flatterig, ne? Ja, da war noch ein Bein dazwischen, habe ich so das Gefühl gehabt. Und ja, den konnte er schwer festhalten. Aber es gibt Ecke für Groß Asbach, wird getreten von Michele Rizzi. Sieht aus, als sie kurz spielen. Beraten sich noch, wird aber vom Tor wegkommen, die Ecke. Groß Asbach sammelt sich alles so rum im Elfer, aber Preußen Münster kann klären mit dem Kopfball von Truppenbrot. Verlieren den Ball allerdings wieder kurz hinter der. Aus. Und der Ball war aus. Wollte gerade sagen, verlieren den Ball im Mittelkreis und Groß Asbach spielt einen langen Querpass wieder auf die rechte Seite, aber die Flanke kommt nicht mehr an von rechts. Somit gibt es Torabstoß. Max Schulze-Nios, der legt sich den Ball zurecht, der wird auch wieder lang kommen. Preußen sortieren sich so ein bisschen alles so im Mittelkreis, verschieben sich nach rechts rüber. Und genau, da kommt der Ball auch hin, rechts ungefähr so 10 Meter hinter der Mittellinie. Verlieren den Kopfball allerdings, Groß Asbach kann allerdings den Ball nur ins Aus klären. Somit bleibt Preußen im Ballbesitz. Kevin Schöneberg wirft ungefähr in der Mittellinie ein, spielt hinten rum mit Dominik Schmidt. Der wird wohl jetzt rüberschieben zu Scherder. Scherder wird wohl jetzt Schulz anspielen und setzt ihn auf der linken Seite. Schulz guckt und spielt zurück zu Scherder, tritt nochmal auf den Ball. Scherder spielt mit Schmidt, jetzt sind wir rechts drüben wieder. Trucki und Schmidt spielen zusammen. Jetzt Schmidt mit seinen Pässen, das ist ja echt unglaublich. Aber da kann Schöneberg das Ding noch retten. Jetzt spielen die Preußen erstmal wieder hinten rum. Sind sicherlich darum bemüht, erstmal ein paar Passstaffetten aufzuziehen. Und Asbach, wie gesagt, spielt nicht das Pressing. Jetzt mal der Pass da auf Reichwein. Der ist schon an der Mittellinie und verliert dann das erste Mal den Ball. Und jetzt geht's mal schnell bei Asbach. Lässt da Maury Bischoff stehen. Flanke, Truppenbrot ist da und der Ball ist bei Schulz. Jetzt müsste es mal schneller gehen. Schöner Pass da rechts raus auf Mehmet Kara. Der zieht den Turbo an der Mittellinie. Schöner Pass rechts raus auf Sieger. Sieger bekommt den Ball. Müsste da jetzt in den Zweikampf gehen und verliert den da. Und es gibt Einwurf für die Preußen. Erste gute Möglichkeit da hinten. In der Heimat von Andrea Berg. Ja, auch vor der Werbung von Andrea Berg. Ja. 10 Jahre Heimspiel. Naja.
Also Einwurf Preußen Münster durch Kevin Schöneberg. Der nimmt ordentlich Anlauf und kommt aber kurz zum LK. Der legt wieder zurück und Flanke Richtung Strafraum. Der kommt an den zweiten Pfosten. Da steht aber der Kollege Geng und vor Reichwein pflückt er die Kirsche runter. Ja, für Reichwein ist auch im Moment echt eine schwierige Situation, oder? Ja, vielleicht fehlt ihm mal so dieser Zünde oder die zündende Idee oder den Ball einfach versenken oder so ein Elfmeter vielleicht mal wieder. Dass er weiß, wie der Ball reingeht. So, Preußen Münster mittlerweile im Ballbesitz, spielt wieder hinten rum mit Dominik Schmidt, der auf Simon Scherder. Werden aber früh attackiert von Moyos. Aber wir können den Ball klären, gehen jetzt über links mit Kevin Schöneberg. Lange Pass auf Mehmet Kara, der kann den Ball leider nicht erreichen, sodass der Ball ins Tor ausgeht und somit Groß Asbach in Ballbesitz ist mit Torabstoß. Aber was auf jeden Fall schon zu erkennen ist, heute geht es hier nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern einfach mal zu zeigen, dass man brutal effektiv Auswärtspunkte mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Marschroute. Beide Mannschaften sind um ruhigen Spielaufbau bemüht. Das klappt auch sehr gut. Letzter Fehlpass vom Torhüter und Preußen mit Mehmet Kara versuchen da den Armgriff, aber der bleibt erstmal stecken. Aber zweiter Ball ist bei Schulz. Der spielt in der Mitte zwar Mauro Bischoff, der wird da sofort angegangen. Foulspiel, was macht der Schiri? Gar nichts. Ja, Mauri Bischoff spielt mit seinem Lieblingsgerät den Ball, liegt da auf dem Boden. War auch jetzt kein großartiges Foul. Schiri hat gar nichts gepfiffen. Bin ich mal gespannt, ob er da jetzt den Ball in Hand nimmt. Also der Schiri, nein. Es gibt doch Freistoß für Mauri Bischoff direkt hinter der Mittellinie. Wirklich nochmal. Er hat nicht gepfiffen. Normal müsste er Handspiel pfeifen. Ja. Na gut. So. Ball kurz abgelegt, wieder zurückgespielt zu Simon Scherler. Der legt sofort rechts raus auf Dominik Schmidt. Und Dominik Schmidt mit dem langen Ball Richtung Simon Scheller. Der wird aber sofort bewacht von zwei Verteidigern. Zweiter Ball bleibt aber bei Reichwein. Der verliert ihn dann sofort. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber die Preußen sind da. Hellwach da, Dominik Schmidt. Nein, verliert den Ball. Und jetzt wieder Groß Asbach. Abseits. Langer Ball, abseits von Morris. Die Abseitsfalle, wenn sie denn gewollt war, hat auf jeden Fall diesmal funktioniert. Ja, stand schon lange im Abseits, bevor der Spieler den Ball überhaupt kontrollieren konnte. Also viel zu früh gestartet. So, jetzt Schuppenbrot. Der Mann, der heute auch eigentlich mehr fürs Spielaufbau machen müsste, legt aber erst mal wieder zurück. Der Ball inzwischen bei Schulz. Ja, auch Schulz bricht da immer wieder ab. Also beide Mannschaften brechen immer so ein bisschen ab, statt den direkten Weg nach vorne zu suchen. Spielen sie mal nur den zweiten Pass nach hinten. Aber jetzt wieder Diagonal bei Schmidt. Kopfball verliert dann Benny Siegert, aber Groß Asbach köpft den Ball erstmal raus. Und somit gibt es Einwurf für Preußen. Kevin Schöneberg führt diesen aus. Erstmal nach hinten zu Dominik Schmidt. Mein Gott, Schmidt. Ein kompletter Diagonalball in den Abwehr rein und der kommt fast nicht an. Also, naja, ich mag ihn ja, aber ist ja auch nichts passiert. Preußen, das kann man positiv sagen, haben wir so ein bisschen die Spielkontrolle auf jeden Fall übernommen. Ja, ich habe so den Eindruck, Preußen will Groß Asbach ein bisschen rauslocken, deswegen spielen sie so viel hinten rum. Simon Schäler wieder auf der linken Seite am Ball, spielt mit Bischoff zurück auf Schmidt wieder auf Bischoff, der mit dem langen Ball jetzt auf Hofmann. Keine Gefahr. Aber den kann er auch nicht erreichen, wird da gestört von zwei Württembergern. Die spannende Frage wird auch sein, was ist eigentlich das richtige Rezept auf so einem Acker? Sind es wirklich die langen Bälle oder versucht man sich irgendwie mit schnellen Gegenangriffen nach vorne zu wursteln? Kann auch ein Geduldsspiel werden. Ja, das wird es auf jeden Fall. So, jetzt hat Kevin Schöneberg da schön mal den Ball gewonnen. Hätte eigentlich flanken können und flankt genau in die Beine von Groß Asbach. Schade, das war schön aus der Gegenbewegung raus. Und jetzt ganz schnell Groß Asbach, aber Dominik Schmidt hat super aufgepasst, stand da zum Glück richtig, sonst wäre Groß Asbach da durch gewesen. Und so gibt es wieder die Möglichkeit, dass Preußen erstmal das Spiel aufbauen kann. Jens Truppenbrot wird sich diesmal versuchen, Licht wieder in die Mitte zu Scherder, der weiter zu Schulz auf die linke Seite. Und der wird da sofort angegangen von Skalatides. Aber die Preußen sind sehr ballsicher im Moment noch. Jetzt Truppenbrot da, versucht einen Doppelpass mit Schöneberg und Siegert. Und der Schuss von Schöneberg bleibt dann in der Asbacher Mauer hängen und es gibt Einwurf für Preußen. Jetzt wieder Diagonalball Schmidt auf Hoffmann. Hoffmann kriegt die meisten Diagonalbälle, konnte das Kopfballduell gewinnen, köpft aber erstmal zurück. Ja, die Asbacher, man merkt das jetzt schon,
fangen jetzt noch mehr das Pressing an. Jetzt wieder Diagonal bei Schmidt und da diesmal steht Reichwein da links. Schön in die Mitte zu Hoffmann, der ist schon im Strafraum. Und was ist das? Was hat er angezeigt? Der Ball war wohl abseits, vermutlich. Nee, abseits nicht. Schiedsrichterassistent hat die Fahne unten. Aber irgendwas war. Schade, war Hoffmann auf einmal frei vor der Kiste. Können wir jetzt im Moment nicht auflesen, versuchen das mal nachzureichen. Aber das sah das erste Mal richtig gut aus. Ja, also, ja, Foul muss vorher passiert sein. Der Ball liegt jetzt ungefähr 10 Meter vor dem Strafraum. Torwart stößt ab oder führt den Freistoß aus. Wo Preußen gewinnt das Kopfballduell. Amaury Bischoff wird weggedrängt und kriegt aber den Freistoß. Lustig an dem Rasen ist auch, dass ungefähr 5 Quadratmeter hier komplett neu verlegt sind. Dadurch hat man vor den Strafräumen und vor der Mittellinie, dadurch hast du totale Unebenheiten, das sind bestimmt 4-5 Zentimeter. Jetzt Flanke in den Strafraum, überhaupt keine Gefahr, da stand überhaupt keiner. Aber die Preußen sind um Angriffe bemüht. Das ja, ist auch ja um Abschluss. Ja. So, Großer Asbach kommt jetzt durchs Mittelfeld. Aber harmlos. Ja, Missverständnis da. Dominik Schmidt passt auf Benjamin Siegert. Siegert spielt mit Reichwein. Der will Hofmann mit ins Spiel nehmen. Der kann den Ball aber nicht erreichen, sodass Groß Asbach jetzt wieder im Ballbesitz ist. Vielleicht kann man da so ein bisschen über die Mikrofone hören. Also das Stadion ist hier komplett in Preußenhand. Ich würde mal sagen, hier sind hier 2.500 Zuschauer. Allerdings kam von Groß Asbach noch kein Plakat. Seid mal bitte 2 Minuten ruhig. Wie in Dresden. Ja. So, Schmidt da jetzt im Zweikampf. Aber da hat er zum Glück die Nummer 33 von Groß Asbach. Der Morris, technische Schwierigkeiten den Ball anzunehmen, war da schon an der Strafraumgrenze auf der rechten Seite. Schmidt musste dann da in den Zweikampf und zum Glück landet der Ball im Aus. Keine Gefahr, du sagst es. Somit altbekanntes Muster, Schulze News mit den Abstoß jetzt wieder ausführen. Hoch und weit, mal gucken, wer sich diesmal anbietet, auf Reichwein. Reichwein gewinnt das Kopfballduell. Schön auf Hoffmann. Hoffmann wird dann da angesprungen, aber weiterspielen. Langer Ball jetzt Richtung Preußen-Strafraum. Schmidt da im Zweikampf. Und Schulzenius verschätzt sich da fast. Oh, Morris hat da den Dominik Schmidt im Strafraum. Ordentlich einen Bodycheck verpasst. Normal eine Karte. Oh, der klopft da aber auf den Boden, der Kollege Schmidt. Das war ein Bodycheck, oder? Ja, also Schmidt wollte den Ball tropfen lassen auf Schulzenius, dass er ihn sichern kann und wird danach noch angesprungen. Oh, das. Und ja, Dominik Schmidt in seiner. Also im Boxen, wenn er verletzt ist, dann liegt er wirklich. Ah, im Boxen würde man sowas ungefähr als Leberhaken, glaube ich, beschreiben. Kurz vorm Knockout. Ja. Dominik Schmidt wird behandelt. Also auf jeden Fall ist im Preußischen Strafraum mit einer Menge los. Ja. Ralf Lose schickt auch gleich 4 Leute zum Warmmachen. Ja. Ah, Verteidiger haben wir ja genug. Hergesell, Riedel. Also 4 Leute werden zum Warmmachen geschickt. Marco Pischhorn sehe ich da. Aber der Domme ist ein harter Hund. Der wird schon gleich weitermachen. Völlig unnötig, da so reinzugehen. Ja, der Ball war sicher bei Preußen. Der Ball war sicher. Mal nachsetzen, ja. Verstehen Schiedsrichter. Da muss ich zumindest mal eine Ahnung geben, aber nicht mal das kam. Wird immer noch behandelt. Naja, wir dürfen uns von egal wie der Gegner ist, wir dürfen uns davon einfach nicht beirren lassen. Es geht hier echt eigentlich nur um eins und das sind 3 Punkte und egal wie wir die erreichen. Ja, muss auch mal so ein dreckiger 1-0-Sieg vielleicht. Ja. Wir können halt immer nur eigentlich unsere Leistung beeinflussen und alles andere, was der Gegner macht, ja, da muss entweder der Schiri eingreifen, weil er macht es halt nicht. Ich glaube, er hat wechseln. Nee. Ich glaube, Sanitätstasche, die Trage wird wieder weggeschickt. Wird kann wohl weitermachen. Dominik Schmidt steht auch wieder. Läuft wieder. Ja. Muss jetzt das Spielfeld erstmal verlassen. Geht hinterm Tor raus. Ja. Ja, damit gibt es wieder Abstoß vom Tor der Preußen. Ja, hat wohl einen auf die Brust gekriegt. Hält sich auch die Brust. Ja, das ist im Hintergrund. Die Fans rufen Dominik Schmidt. Ja, sieht ganz fit aus, und je. Kein Tattoo verrutscht, auf seiner Hand. Kommt gerade bei uns vorbei. Freistoß ist gekommen, kommt diagonal auf Hofmann. Der kann den Zweikampf aber nicht gewinnen. Aber der zweite Ball
Thorsten Schmidt schlägt lang hoch auf den 16er rein, verliert. Und boah, das geht aber jetzt hier hin und her. Ja, es ist so ein bisschen Kick and Rush im Moment. Ja. Und die Preußen sind darum bemüht, diese Zweikämpfe zu gewinnen. Also sie nehmen auf jeden Fall die Zweikämpfe ein. Aber der Ball immer nur hoch. Jetzt Handspiel reklamiert da von Amaury Bischoff. Nein, der Schiri sagt, weiterspielen. Einwurf an der Mittellinie für Groß Asbach ausgeführt. Wieder Hand. Und Amaury Bischoff da im Zweikampf. Ach! Amaury Bischoff soll da mit der Hand am Kopf von Tobias Rühle gearbeitet haben. Kriegt die gelbe Karte dafür. Sehe ich nicht so. Also weiß ich nicht, ob das gelbe, da muss er auch bei dem Bodycheck im Gelb geben. Also ist sehr einseitig. Moment gepfiffen. Ja. Also wie verhältnismäßig das. Ja, er zeigt an, Amaury Bischoff hat den Arm ins Gesicht geschlagen. Das war definitiv nicht so. Es war halt ein Zweikampf. Somit gelbe Karte auf jeden Fall für Amaury. Ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt schon gesammelt hat. Kann hier im Moment auch nicht sein. Ball ist noch nicht freigegeben. Und der harte Kern hier von Sonnenhof Groß Asbach auf der VIP-Tribüne klatschen sich so ein bisschen ein. Da fehlen noch die Klatschpappen hier. Preußen stellt eine Mannmauer mit Amaury Bischoff und der diskutiert immer noch. Das sollte er auf jeden Fall sein lassen. Jetzt aufpassen, da ist ein Groß Asbacher völlig frei. Flanke kommt rein. Erstmal geklärt Preußen. Zweiter Ball landet bei Groß Asbach. Die schießen direkt, aber harmlos. Der landet gut 15 Meter neben dem Tor im Seitenhaus. Ja, war versucht die Direktabnahme, hat aber den Ball nicht richtig getroffen, sodass der Ball da echt 16 Meter am Tor vorbeigeht. Schulze Nios mit dem Torabschlag jetzt, wird wieder lang hochkommen. Diesmal zentral kommt da runter, Kopfballgewinn von Marcel Reichmann mal, aber Hofmann verliert den Ball. Thorsten Schulz kriegt den Ball, zweiten Ball. Will nach vorne, verliert ihn dann. Ja, da war da glaube ich aber der Rasen noch ein bisschen schuld. Da ist ja überhaupt nichts mehr. Das sieht ja schon fast aus wie Asche. Ja. Da ist eigentlich nur Sand dazwischen geschüttet worden. So Asbach mit dem Einwurf. Thorsten Schulz kann da klären. Also es ist halt wirklich Kick-and-Wash-Mentalität im Moment. Jede Mannschaft rischt den Ball nur irgendwie nach vorne. Wieder nix. Foulspiel wird dann wieder angezeigt von Groß Asbach. Das war aber gar nichts von Schulz. Jetzt war es aber. Und was? Der wird dann da von Morris völlig in die Parade gefahren. Das war die zweite Parade von Morris. Einmal gegen Schmidt und jetzt gegen Schulz. Was macht er jetzt? Er hat auf jeden Fall ein Kärtchen in der Hand. Oder was sehe ich denn? Da ist direkt vor uns. Ja, das wird diesmal gelb geben und völlig zurecht. Da sieht man schön leuchtende Farbe, gelb für Morris. Ralf Lohse ist auch hier schon auf 180. Schwert sich auch ein bisschen. Steht so ungefähr 10 Meter vor uns. Also es deutet alles nach dem Abnutzungskampf hin. Ja. Das ist echt die Seite hier, wo... Also es ist eher eine Sandwüste, muss man leider so sagen. Der Platz in Dortmund dagegen ist Gold wert. Ja. Freistoß ausgeführt, Simon Scherder spielt mit Dominik Schmidt hintenrum erstmal wieder auf Ball sichern. Schmidt nimmt Schöneberg mit ins Spiel auf rechts. Schöneberg nimmt einen langen Pass auf. Hier steht da jetzt. Jedenfalls Truckenbrot gewinnt den zweiten Ball. Spielt mit Siegert, alles über rechts. Siegert auf Truckenbrot zurück mit Schöneberg. Schöneberg spielt ganz hintenrum mit Dominik Schmidt. Schmidt spielt mit Scherder, geht auf die linke Seite der Preußen. Schulz mittlerweile im Ballbesitz, spielt wieder zurück auf Scherder. Scherder auf Schmidt, Schmidt zurück auf Scherder. Jetzt ungefähr Hälfte der eigenen Hälfte. Ja, Jens Truckenbrot auf rechts, flache Pass mit Siegert. Siegert will ablegen auf Schöneberg, der Pass kommt aber nicht an. Und Groß Asbach kann sich von der Mittellinie nur mit oder will einen schnellen Pass spielen. Der kommt aber bei Max Schulze Nios an. Du hörst die Preußen wieder hinten rumspielen. Ja. Mit Simon Scheier. Amaury Bischoff zieht sich zurück, holt sich den Ball, spielt mit Trucki auf Thorsten Schulz, der wieder hinten rum. Ja, wird gerne was anderes erzählen. Ist aber immer dasselbe Schema. Schmidt im Ballbesitz. Währenddessen tritt wieder kann auf Ball. Sein, dass wir jetzt zweimal Verbindungsprobleme hatten. Irgendwie der Server
macht hier so ein bisschen zicken. Ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem den Großteil des Spiels hören. Im Moment scheint alles in Ordnung zu sein. Wenn das jetzt nochmal vorkommen sollte, dann versuchen wir in der Halbzeit dann nochmal dran zu arbeiten. Tut uns an der Stelle leid. Aber wir sind hier wirklich mitten in der Walachei und das ist da manchmal nicht ganz so einfach. Jetzt aber zum Spiel. Langer Ball wieder von Schmidt. Der kann aber erstmal problemlos von Groß Asbach geklärt werden. Die spielen ihrerseits wieder hinten rum. Und werden da jetzt mal von Reichwein eingegangen. Reichwein setzt zu Grischer an und es wird Einwurf für Groß Asbach geben. Ja, gut gestört da. Ja. Also dem Willen ist dem Jungen auf jeden Fall nicht abzusprechen. Heute? Nein, nee, generell, er macht ja Meter, also ist ja nicht so, dass er kein Fußball spielt. Er hat halt Pech kein Ballglück, sagen wir es mal so. So, jetzt Preußen aber. Flanke Richtung Strafraum, die kommt erstmal auf Hoffmann, der Kopfball. Er kämpft sich da, Mehmet Kara, der spielt schön auf Schulz. Schulz jetzt kurz vorm 16er, legt erstmal zurück in die Mitte zu Mauri Bischoff. Aber Mauri Bischoff sieht, dass rechts Siegert frei ist, der Ball kommt irgendwie an, Handspiel wird da reklamiert. Und es gibt Ecke. Ecke für die Preußen. Erste Ecke. Vielleicht können wir aus dem Standard mal das goldene Tor erzielen. Ich sage ja, bei uns im Stadion immer scherzhaft, Ecken können wir nicht und dann klappt es meistens. Ja, dann sag doch mal, Ecken können wir nicht. Eigentlich können wir keine Ecken. Okay, gut. So, Amaury Bischoff wird die Ecke ausführen. Da also sind wir vom Radioteam, wir versuchen wirklich alles. Wir sind 100% dabei. Ja. Amaury Bischoff wird natürlich diese Ecke ausführen, wer auch sonst. Wird vom Tor wegkommen. Ja, jetzt kann geht auf dem Elfer die Ecke. Dominik Schmidt läuft sich frei. Kriegt den Ball auch, aber kriegt nicht genug Druck hinter. Noch mal ein Roter dazwischen. Also selbe Spiel nochmal. Aber vielleicht sollte die Ecke nicht auf den kurzen Pfosten kommen, sondern ein bisschen weiter. Ja, nochmal so. Obwohl es ja immer eine gute Variante ist, auf den kurzen Pfosten verlängern und dann, wenn die Verwirrung am größten ist, das Ding einfach einzunicken. Ne? Okay. Ja, Dominik Schmidt. Gleiche Situation nochmal wie gerade am Mauri Bischoff. Bringt den Ball jetzt rein. Kurzer Pfosten. Kopfball von Groß Asbach. Die bleiben im Ballbesitz am Mauri Bischoff. Sollte die Hände jetzt da weglassen. Oh, da geht Scherder zu Boden. Aus zwei Metern gegen den Kopf geschossen. Der ist gefallen wie eine deutsche Eiche. Da hatten wir heute schon deutsche Eichen fallen sehen. Oh, da müssen sich die ärztliche Betreuung der Preußen aber ein. Der ist wirklich umgefallen. Wie er hat den Ball aus zwei Metern aber voll gegen. Also das sah mindestens nach 7 Weizen auf Ex aus. Der ist ein Knockout. Ja. Also er liegt auch. Gut, dass wir unsere Leute schon zum Warmmachen geschickt haben. Er lebt noch. Sitzt da jetzt ziemlich benommen am Boden. In der Zeit war Jens Truppenroth gerade bei Ralf Lohse, hat sich nochmal wohl Anweisungen geben lassen. Ja, Simon Scherder steht wieder. Wird jetzt rausgeführt auf die gegenüberliegende Seite. Wird wieder mal kurz gecheckt, welcher Tag heute ist, ob er noch alles weiß. Ja. Aber wenn er das übersteht, dann ist er auf jeden Fall hellwach. Ja. Wow, was Schiedsrichterball gibt es. Amaury Bischoff spielt zurück auf den Asbacher Torwart. Und der spielt kurz auf die linke Groß-Asbacher Seite. Die spielen sich den Ball da hinten auch kurz zu. Beziehen immer den Torwart auch ins Spiel mit ein. Er steht so auf Linie 16 Meter. Guckt jetzt, lange Ball. Kommt auf die rechte Seite, halbrechte Seite der Asbacher. Aber Amaury Bischoff kann mit dem Kopf klären. Ja, Mehmet Kara hätte nicht rangehen können, wäre am Abseits gewesen. So, Preußen Münster gewinnt hinten Ball mit dem Kopf. Asbach kann wieder, oder schlägt von der Mittellinie hohen Ball, den Preußen klären kann. Sind auf der linken Seite mit Mehmet Gara, der wieder. Ding, Ballverlust Preußen. Und auf der linken Seite jetzt Groß Asbach könnte da flanken. Ist schon Richtung Strafraum, der Flanke Richtung Strafraum, der ist völlig frei. Ja, zum Glück im letzten Moment Schulz drischt ihn erstmal raus und Reichwein jetzt im Zweikampf. Verliert dann das Kopfballduell, aber zweiter Ball bleibt bei Reichwein und Foulspiel da. Dritte Ball. Preußen will den Ball jetzt mal schnell machen, aber der Schiri pfeift ab, weil Reichwein hat sich da wohl auch ein bisschen das Knie aufgeschürft. Ralf Lohse zeigt gerade ein Spiel breit machen. Ja, heute geht es auch wirklich auch noch darum, noch mal richtig Geduld zu haben.
Jetzt sind wir hier schon wieder rausgeflogen. Obwohl er streamt anzeigt. Also falls ihr jetzt uns gerade wieder nicht hört, dann haben wir, ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr uns hört. Jedenfalls Boss im Ballbesitz, kommt über links. Bischof auf Reichwein, der kann, legt am im Kopf ab, will Hofmann ins Spiel mitnehmen. Ecke, okay. Ecke wird es geben. Wird es Ecke geben, ja. Aber jetzt nicht so genau. So, also ich sage jetzt nochmal, wir sind gerade wieder vom Server geflogen. Es tut uns wirklich sehr leid. Das ist, ich weiß, dass das als Zuhörer sehr nervig ist, aber... Ja, langer Einwurf, ach. Thorsten Schulz wird von der Eckfahne einwerfen. Wird lang kommen. Ja, nee, der kommt, da ist ja gar nichts. Zweite Ball landet bei ihm. Nee, wird abgepfiffen wegen Aufstützen von Hoffmann. Ja. Dementsprechend Freistoß für Groß Asbach. Aus dem 16er raus, der Torwart wird abschlagen. Der Ball kommt auf die rechte Seite, der Asbacher Angriff. Aber Mauri Bischof gewinnt Kopfballduell. Kriegt auch den zweiten Ball, spielt schön über die linke Seite, nimmt Hoffmann ins Spiel. Der kann den Ball aber leider nicht erlauben und der Asbacher kann sich nur über... Kara war das. Kara? Ja, nur ja, zwei gesehen, ja gut. Entschuldigung, war Kara. Preußen ja. Bleibt im Ballbesitz mit einem Einwurf. Thorsten Schulz wird einwerfen. Hintenrum auf Simon Scherder, der jetzt an der Mittellinie spielt mit Dominik Schmidt zumindest in der eigenen Hälfte. Schmidt guckt, spielt mit Kevin Schöneberg. Kevin Schöneberg, lange Pass auf. Ja, wenn Kara nicht mehr da drüben ist, Reichwein war es, der kann den Kopfball gewinnen. Jetzt schöne Situation. Und setzt sich schön durch da. Oder schöner Pass und dann müsste eigentlich, ja, gibt da gar nichts. Ja, Preußen war da im Strafraum mit Reichwein. Der gerät dann ins Straucheln, merkte an, dass er gestoßen wurde. Ah, das wird er natürlich nicht pfeifen, weil das hätte er einen Elfmeter pfeifen müssen. So gibt es Abschluss von Groß Asbach Schulz. Erstmal schön mit dem Kopf. Kriegt Hoffmann den noch. Ja, Einwurf für die Preußen, weil der Schiek, der Sebastian Schiek, den er ins Ausgeköpft hat, schnell ausgeführt auf Mehmet Kara. Der ist sofort umringt vom 3. Doppelpass da mit Hoffmann. Hoffmann wird da angegangen. Also Grätsche. Ja, klar, die spielen natürlich sehr körperbetont, aber das ist hier immerhin dritte Liga. Und da wird dann manchmal auch das Beinchen ausgepackt. Ne? Hast du gerade einen Pfiff gehört? Ich habe schon wieder keinen Pfiff gehört. Also, gut, gute Freistoßposition für Amaury Bischof. So ungefähr. Boah. Da stellt sich auch gar kein anderer mehr hin. Amaury alleine, klar, Piosek ist ja auch nicht da. Also wenn man sich so vorstellt, gegen Regensburg hat er aus der ähnlichen Position letzte Woche ein Tor gemacht. Na, ist vielleicht noch ein bisschen weit, so gut 20 Meter von der linken Eck, von der linken Strafraumkante. Ja, ist aber ungefähr, so ähnliche ja. Position letzte Woche. Ich glaube, er versucht es direkt. Ich kann es nicht. Ball kommt auf den... Jetzt Schuss, Ball und Schuss, Ball! Tor! Dominik Schmidt! Dominik Schmidt kriegt den zweiten Ball, ist völlig überrascht, kriegt irgendwie den Fuß dran, und schießt und der Ball kullert so ein bisschen, ja, ich war so ein bisschen kullern. Er geht nur... Dominik Schmidt geht nur zur Bank zu den Betreuern, die ihn gerade wieder aufgepäppelt haben, bedankt sich. Es war kein besonders harter Schuss, aber er war platziert und alle gucken sich doof an und dann ist der Ball auf einmal drin. Und Dominik Schmidt bedankt sich bei der medizinischen Abteilung, wahrscheinlich weil sie ihn gerade bei dem Foulspiel von Morris da wieder hergerichtet haben. Ja, so, genau so wollten wir das, dass wir endlich auch mal so einen dreckigen Sieg hier mitnehmen. Aber dafür ist natürlich noch viel zu früh. 1-0 für die Preußen. Ja, jetzt also, muss Groß Asbach natürlich mal kommen. Anstoß schon ausgeführt, Zweikampf da Siegert. Und, aber Groß Asbach bleibt da im Ballbesitz. Flanke jetzt wahrscheinlich in den Strafraum. Vernascht da Siegert, Flanke in den Strafraum. Amaury Bischof muss aufpassen, Schulz ist auf, Schulz versucht, zweiter Ball. Oh, zum Glück kommt der, ist garantiert, ist da nicht ran, aber Flanke, der Ball ist doch heiß. Flanke Richtung Strafraum. Ah, den kann Preußen jetzt erklären. Kurz abgelegt auf MLK. MLK müsste da jetzt die Asbacher aussteigen lassen. Nein, das muss nicht. Da gehen sofort drei Leute auf MLK. Das Spiel nimmt jetzt deutlich Fahrt auf. Flanke jetzt von Asbach in den Strafraum. Der kommt auch erstmal, aber der Kopfball zu unplatziert. Somit wird es Anstoß geben vom Tor von Max Schulze-Nius. Ja, ist ja super, alles so ein bisschen angerichtet jetzt, ne? Ja, es ist, ja. Wollte sagen, die Asbacher wollten eigentlich sofort zurückschlagen, haben wieder richtig Gas gegeben, machen mal Anstoß. Da gucken sie sich alle dumm aus der Wäsche.
die Flanke von, ich erzähle das nochmal, wie das zum Tor kam, die Flanke von Amaury Bischoff, die wurde sofort im Kopf geklärt. Der zweite Ball landete irgendwie bei Dominik Schmidt, der konnte sein Glück gar nicht fassen und hat dann irgendwie seinen Schlappen da reingehalten und der Ball kullerte ins Tor und der Torhüter, der war glaube ich schon im Pausentee. Der Ball schlug dann nur rechts neben ihn ein. Ja, und somit kann man vermelden, der Gästeanhang aus Münster, der ist natürlich jetzt bester Stimmung. Ja, die hüpfen sich gerade warm da. So, jetzt reicht mal ein. Schöner Pass da. Nein, der misslingt wieder. Und Groß Asbach müsste jetzt noch schnell machen. Aber die Preußen sind da am Schalter und können den Ball aber nicht gewinnen. Somit landet der Ball erst dabei. Sonnenhof, Groß Asbach wieder. Die können jetzt aufbauen. Mal gucken, was dieses 1-0 für dieses Spiel jetzt bedeutet. Groß Asbach muss ihrerseits jetzt auch mehr machen. Die sind hier die Heimmannschaft. Und sind da jetzt an der Mittellinie. Und Truckenboot, der geht heute wirklich schön zur Sache, ist da, ist nicht diesen Schritt zu spät. Und jetzt vielleicht mal Groß Asbach, aber da drei Preußen klären das jetzt erstmal. Und jetzt müssen wir schnell gehen. Auf mit Karre, der ist sofort wieder von drei Mann umringt. Tanzt einen nach dem anderen aus. Schöner langer Ball, abseits auf Hoffmann. Schade, schade, da wäre er schon wieder frei durchgestartet, aber der war wirklich, gut, halben Meter im Abseits. Ja, Groß Asbach, Freistoß indirekt diesmal. Spielt kurz über die rechte Seite von ihm. Lange Ball, kommt nicht an, wird gestört von Simon Scherder. Und jetzt könnte Siegert mal schnell machen. Siegert raus auf Kevin Schöneberg. Ja, und der wieder hinten rum auf Simon Scherder. Ja, Preußen können sich den Ball jetzt zuspielen, wie sie wollen. Können eigentlich das spielen, was sie vorher auch gespielt haben. Das Ergebnis ist momentan natürlich perfekt, auf diesen Kartoffelacker 1-0 zu führen. Das heißt bei Preußen gar nichts, eine einzelne Führung. Man sollte aber jetzt genug Selbstvertrauen haben, um erstmal dieses Spiel zu kontrollieren. Da jetzt der Ball, Kopfball von Reichwein weiter zu Kara, der verliert dann erst seinen Ball, aber der zweite Ball ist dann, bleibt bei Groß Asbach. Die drischen den Ball einfach nur raus, das ist natürlich überhaupt kein Problem für die Preußen. Hofft man jetzt vielleicht mal. Und Truckenboot da wieder mit einem super Einsatz auf Schulz. Schulz erstmal wieder zurück zu Scherder. Also der Truckenbrot, der ist heute deutlich formverbessert. So ist meine subjektive Wahrnehmung. Macht auch gut Meter, läuft immer von links nach rechts und bietet sich jetzt auf der linken Seite an mittlerweile. Ja, jetzt spielen wir wieder hinten rum. Ball sicher nice erstmal, Truckenbrot hinten raus auf Benjamin Siegert ist nach hinten gegangen. Die haben Positionen getauscht, Schöneberg und Siegert. Langer Diagonalpass, Dominik Schmidt auf Hofmann. Hofmann kriegt den Ball sogar noch. Ja, jetzt vertändelt er den ein bisschen, aber der zweite Ball bleibt bei Bischoff, sind wieder an der Mittellinie, Trucki zurück auf Scherder. Scherder mit Schmidt hinten rum. Also wir gewinnen hier unsere Zweikämpfe und das ist ja meistens schon ein sehr gutes Zeichen. Jetzt da ohnehin mal auf dem Platz, die Preußen müssen dadurch wieder ins Kopfballduell an der Mittellinie und Groß Asbach spielt jetzt erstmal nach vorne, aber sofort ist Siegert da, wird dann da gelegt von Tobias Rühle. Ja, und es gibt Freistoß für die Preußen. Hat er clever gemacht. Ja. Ja gut, mit seinem 34 hat er natürlich auch schon einiges erlebt. Und Schmidt wieder mit seinem hohen, weiten Ball auf Hoffmann. Der steht da sofort gegen drei Asbacher. Und der zweite Ball landet erstmal bei Groß Asbach. Aber Scherder, dem scheint der Knockout richtig gut getan zu haben. Der ist hellwach. Und die Preußen jetzt wieder. Schöner Pass da. Schön. Weitergeleitet auf... auf Kevin Schöneberg, der muss dann auf der rechten Seite den Ball erlaufen und zwingt seinen Gegner dazu, dass er den Ball nur noch ins Ausspielen kann. Somit gesehen ist Einwurf, hat er sehr gut gemacht. Ja, schön nachgesetzt. Ja. So, Einwurf kommt, ungefähr 16 Meter, 16 Meter Linie. Lose gibt ganz Einweisung. Langer Einwurf von Schöneberg. Kopfball, zweiter Ball bei Groß Asbach und dann ist aber Simon Scherer da. Der Ball kommt zum Glück an auf Mehmet Kara. Der spielt erstmal rechts raus auf Schöneberg. Schöner Pass da auf Siegert. Siegert jetzt auf der rechten Seite. Verliert er erstmal den Ball. Schade. Und Groß Asbach immer noch im eigenen Strafraum. Jungs, geht die Leute doch da an. Hoher Ball wieder. Aber Dominik Schmidt klärt ganz rum und misslos. Schöne Kopfballverlängerung da von Hoffmann. Schade, da hat Mehmet Kara nicht mitgedacht. Sonst wäre er da auf der rechten Seite frei gewesen. Gut, 39 Minuten sind jetzt gespielt. Ja, Groß Asbach mit Abstoß, Torabstoß, wird lang kommen. Aber
im Großen und Ganzen ein ganz engagierter Auftritt der Preußen. Die versuchen hier auf Ballsicherheit zu spielen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, den Gegner zu locken. Ja, es ist ein sehr abgezockter Auftritt, das kann man schon sagen. Gewinnt auch im Mittelfeld mal Kopfbälle, was ja eigentlich relativ selten ist. Groß Asbach in der Zwischenzeit im Angriff, kommen jetzt über rechts, lange Diagonalpass von links. Schulz spielt ganz souverän hinten raus. Allerdings bleibt Groß Asbach im Ballbesitz. Der Gehring guckt, lange Ball in den 16er rein. Aber da steht Dominik Schmutzer. Schönebeck trifft den Ball erstmal raus, direkt auf Kara. Schöner Ball jetzt. Kara nimmt den Ball runter, verliert ihn dann. Zweiter Ball bei Asbach. Jetzt könnte es mal gefährlich werden. Schöner Pass. Aber wer steht da? Simon Scherder. Der Mann ist echt überall. Sofort rechts rausgelegt auf Siegert. Jetzt muss es mal schnell gehen. Ja, das passiert auch. Rechts weitergelegt zu Mehmet Kara. Der ist diesmal nicht so bewacht und verliert dann an den Ball. Mann, Kara, was war das denn? Und jetzt könnte Groß Asbach ihrerseits mal schnell das Spiel machen. Legen erstmal rechts raus an der Mittellinie. Spielen weiter auf Rühle. Der startet in die Mitte. Truckenbrot müsste ihn stoppen. Und der Passversuch rechts raus. Völlig misslungen. Die Preußen sind sattelfest. Das kann man jetzt nach 40 gespielten Minuten sagen. Stehen da sehr sattelfest und gewinnen ihre Zweikämpfe im Mittelfeld. Das ist ja oft wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Ja, Simon Scherder hinten heute echt eine Bank. Also, ja, weil der da schon abläuft. Neben Thorsten Schulz. Also schon. Hinten sind wir eigentlich relativ sicher. So, Torabstoß kommt von Max Schulzeninius. Lang. Bleibt im Zentralen. Ja, was soll man mit Gara dagegen 1,90 machen? Verliert den Zweikampf. Groß Asbach im Angriff. Kevin Schöneberg passt auf. Spielt Schöne mit Benjamin Siegert. Der erläuft sich den Ball. Und Einwurf. Einwurf Preußen wird es geben. Siegert schnell ausgeführt, wirft auf Kara. Kara ist so zentral im Mittelfeld, aber spielt mit Truckenbrot raus auf Schöneberg. Aber jetzt geht es wieder hinten rum, auch Ball sichern. Lose schreit hier rein. Nach vorne. Ja, der Mann, der will hier das 2-0 sehen. Ja, vielleicht ist auch so ein bisschen schon die Zeit, wo man ein bisschen auf die Tore gucken muss, aber auf die Tordifferenz. Und die ist bei uns nicht allzu großig. Ja. Also ganz ehrlich, ich wäre hier mit dem 1-0 zufrieden auf dem Kartoffelacker. Und ja, Groß Asbach ist auf jeden Fall keine Laufkundschaft. Vielleicht will Lose auch eigentlich nur schon Klarheit vor der Halbzeit haben mit dem 2-0. Jetzt Truckenbrot mal im Offensivspiel rechts da vorbei, schöner Pass auf Kara. Der wird dann sofort wieder von zwei Mann angegangen, setzt sich da erstmal durch, schippt beide auf Siegert und jetzt hat er freie Bahn. Bitte Siegert, eine gute Flanke. Die Flanke kommt, zweiter Pfosten, da ist erstmal Hoffmann. Mit dem Rücken zum Tor, behält er den Ball schön auf Schulz, der jetzt mal flanken könnte. Passt in die Mitte auf Kara. Kara, das ist deine Situation. Nicht der auf Amaury Bischoff. Schön. Schuss! Schön. Oben rechts, knapp oben rechts vorbei. Schade. Zweieinhalb richtig gute Chancen, kann man sagen. Ja, ne? Kara schön nochmal abgelegt auf Amaury Bischoff, der guckt. Dachte wohl, er kann ja sich sofort. Jetzt sind wir wieder offline hier. Ja, Abschlag, Groß Asbach kommt an der Mittellinie, linke Seite runter, aber Ball ist bei den Preußen mittlerweile, die können nur rausschlagen. Derzeit wird Reichwein setzt den Groß Asbacher so unter Druck, der ohne Not uns ausspielt. Somit Einwurf der Preußen. Also es ist ein sehr solider Auftritt bisher, der Preußen. Das ist eigentlich genau, in Wiesbaden sind wir ja auch sehr gut aufgetreten und haben dann eigentlich, ja, man sagt ja immer, die Ergebniskrise gehabt. Und ich hoffe, dass wir das heute deutlich besser machen können. Truckenrot setzt sich da den 3 durch, verliert dann erstmal den Ball, aber Amaury Bischoff ist dann da. Nein, das klappt noch nicht. Schulz grätscht auch daneben. Aufpassen jetzt muss Moschatzrische News ganz schnell raus, ist aber da. Morris lässt da ins Leere laufen. Das war so die erste gute Aktion der Groß Asbacher. Ja, Schulz und Nius gut aufgepasst, rausgelaufen, nimmt den Ball auf der 16-Meter-Linie in die Hand. Preußen im Ballbesitz, Kara auf Benjamin Siegert kurz. Siegert will ins Dribbling, verliert das Dribbling, somit Asbach im Ballbesitz. Siegert kann sich nur mit dem Foul helfen. Asbach bleibt im Ballbesitz, kommt über die linke Seite, spielt kurz. Quer Diagonalpass auf die rechte Seite, auf Skalatidis. Skalatidis ist der
ins zentrale Mittelfeld, aber Amaury Bischoff passt auf, Fuß dazwischen. Somit muss Groß Asbach ganz hinten rumspielen, sind im Mittelkreis. Auf der rechten Seite, linken Seite von ihnen aus. Wir haben sofort angegangen. Also die Preußen schaffen es im Moment, die Asbacher wirklich vom Tor fernzuhalten. Freistoß geben. Und alles, was sie versuchen, das bleibt eigentlich vor dem 16er hängen. Was die Preußen auch ein bisschen mehr versuchen sollten, ist genau bei Ballgewinn sofort überfallartig nach vorne zu spielen. Groß Asbach wechselt. Ja. Die müssen wechseln. Müssen wechseln. Das scheint aber kein verletzungsbedingter Wechsel zu sein, sondern 29 Aupele geht raus. Und die Nummer 5 Robin Schuster kommt. Da scheint der Trainer Rüdiger Rehm nicht ganz zufrieden zu sein mit der Leistung. Und wird da jetzt gucken, ob er auch taktisch was ändert. Es wird Freistoß jetzt geben für Groß Asbach. Der Innenverteidiger sortiert sich sofort vorne ein. Großer Mann. Ja, Freistoß. Aber Reichwand ist auch hinten. Es geht jetzt gerade das 1-0 mit dem langen Ball auf dem zweiten Pfosten. Aber da überhaupt keine Gefahr. Schwachsinn. Und der gibt jetzt sofort den Ball frei. Kara ist auf der linken Seite völlig frei. Spielt den Ball auch dahin. Nein, er rennt erstmal. Hoffmann rennt. Ja, das war und dann bleibt er da in der Mittellinie hängen. Und jetzt könnte es wahrscheinlich gehen. Amaury Bischoff, aber der ist ein super Zweikämpfer. Und es gibt Einwurf für die Preußen. Super, Amaury. Ist ein Zweikampf und hat die Technik, dann den Großasbacher noch anzuschießen. Dadurch ist der Ball im Aus und Preußen können ihrerseits erstmal wieder ruhig aufbauen. Spielen hinten rum über Max Schulzenius, schon über Kevin Schöneberg, Dominik Schmidt auf Amaury Bischoff. Der auf Simon Scherder, jetzt geht es glaube ich darum, das 1-0 in die Halbzeit zu bringen. Wir sind schon 2 Minuten drüber. Langer Ball jetzt wieder, da ist Reichverein, versucht mit dem Kopf dran zu kommen, das misslingt erstmal wieder. Und der Ball bei Groß Asbach. Jetzt vielleicht mal, spielen erstmal in die Mitte. Werden aber sofort von den Preußen verfolgt, jetzt haben sie sich mal da noch ein bisschen aus der Klammerung gelöst, sind aber immer noch an der Mittellinie, passt in die Mitte. Da ist aber dann Simon Scherder und der Ball landet bei Melkara. Der muss das aber so ein bisschen abbrechen, weil vorne er ganz alleine spielt erstmal zurück zu Schulz. Schulz hat den Ball da auf der linken Seite, schöner Pass da auf Mehmet Kara, der wird dann sofort angegangen und kriegt da von Gehring. Gehring gelb. Gehring müsste eigentlich hier gelb sehen. Ist da nur in die Parade von Mehmet gefahren. Der Platz wird immer schlechter, je mehr die Asbacher hier rumgrätschen. Sieht hier fast wie nach einem Reitturnier aus. Ja. Also ungelogen. Also man könnte auch sagen, die Amerikaner hätten ja auch hier perfekt die Mondlandung inszenieren können. Naja, gut. Zumindest den Part, den Ralf Lohse hier vor sich hat, vor seiner Trainerbank. Freistoß für die Preußen, die hier ja 1-0 führen. Amaury Bischoff, der Mann, der Ball kommt, flach, erstmal zu Druckenbrot. Der schiebt weiter links zu Kevin Schöneberg. Die Preußen versuchen jetzt die Asbacher so ein bisschen zu locken. Wieder der Ball bei Trockenbrot, der schiebt links raus. Kevin Schöneberg, der spielt zurück zu Dominik Schmidt. Dominik Schmidt tritt jetzt erstmal auf den Ball und Diagonalball Richtung Siegert. Kann er den an dem Kopfballverlängerung Richtung Hoffmann? Der kriegt ihn ans Bein und behält dann die Übersicht. Schöner Doppelpass mit Siegert. Hoffmann da auf der rechten Seite. Versucht da Trockenbrot einzusetzen, aber da hat er nicht richtig mitgedacht. Zweiter Ball bleibt aber mit den Preußen. Ja, das ist das. Die gewinnen ihre Zweikämpfe im Moment, die Preußen. Und darum führen sie hier zurecht 1-0. Amaury Bischoff wird von 3 angegangen und schafft es dann aber schön mit dem Doppelpass Reichwein. Er vertändelt ihn da so ein bisschen, den Ball zu behalten. Aber der Ball wieder bei den Preußen. Reichwein kriegt den Ball. Und diesmal gewinnt er mal einen Zweikampf. Spielt ein bisschen zurück. An der Mitte die zu Trockenbrot. Der weiter zu Amaury Bischoff. So langsam. Der Schiri guckt Halbzeit auf die Uhr. Und pfeift zur Halbzeit, die Preußen führen verdient 1-0. Die zweite Halbzeit ist kurz vorm Anpfiff. Diesmal wird Groß Asbach Anschluss haben, die deutlich eher als die Preußen auf dem Platz waren. Klar, die liegen hier 1-0 hinten und müssen jetzt mal ein bisschen mehr was fürs Spiel tun, als immer nur hoch und weit nach vorne. Schön, dass du wieder dabei bist, David. Ja.
war schon wieder Treppenstein gerade. Ja, danke für den Kaffee. Also nochmal, technisch wird es nicht die gewohnte Qualität haben, wie ihr es sonst gewöhnt seid, aber wir hoffen, dass ihr zumindest störungsfrei die zweite Halbzeit unsere Stimmen euch transportieren könnt nach Münster oder wo ihr auch immer sitzt. Und Anstoß, der Schiri guckt jetzt nochmal auf die Uhr, Anstoß Groß-Achbach. Drei Leute stehen da beim Anstoß. Das ist so eine Red Bull-Aktion wahrscheinlich. Rennen gleich alle wie von der Tarantel gestochen nach vorne. Und dann kommt der lange Ball von Groß-Achbach. Ich hoffe, die Preußen sind vorbereitet. So, Spiel freigegeben. Und was passiert jetzt? Alle rennen, drei rennen so ein bisschen in der Traben nach vorne. Ball wird erstmal rechts rausgelegt. Und der Ball kommt jetzt zu Morris. Der bringt den Ball Richtung Strafraum. Kein Problem für Schulze News. Ich muss jetzt hier so ein bisschen den Hals verrenken, weil mitten vom Kommentatorenplatz hat man hier doch echt einen Betonpfeiler hingestellt. Aber das stört die Preußen überhaupt nicht. Schulze News nimmt jetzt erstmal den Ball wieder auf. Und währenddessen die Preußen-Fans sind auch wieder da. Ihr hört das vielleicht, die Trommeln. Preußen hat jetzt ein bisschen mehr Zeit. Anstoß jetzt ausgefüllt, hoch und weit. Hoffmann gewinnt erstmal das Kopfballduell. Der zweite Ball bleibt aber bei Groß-Astbach. Die spielen jetzt erstmal Doppelpass da. Mit Skalatidis, aber Schmidt ist da. Ganz kompromisslos, langer Ball Richtung Groß-Astbach. Das war, glaube ich, nicht so gewollt von Dominik Schmidt. So ist natürlich Groß-Astbach jetzt erstmal im Ballbesitz. Und Kara geht dann relativ früh an und die Asbacher spielen erstmal zurück. Auf die Nummer 5 auf Robin Schuster, der spielt weiter zu Kinas, David Kinas, dann spielen sie wieder zurück auf Robin Schuster, dann rechts raus. Ja, alles noch ein bisschen ruhig im Moment noch, ne? Ja, jetzt versuchen die Groß-Asbacher hier auf der Seite so ein bisschen auf Ball halten zu spielen und um die Lücke zu finden. Mittlerweile der Ball wieder hinten bei den Innenverteidigern der Asbacher. Nummer 5, Robin Schuster, jetzt am Ball, der gerade reingekommen ist für den Auperle, der übrigens verletzungsbedingt rausgegangen ist, hat man mir gerade unten gesagt. Groß-Astbach kommt über die rechte Seite mit einer Flanke in den Strafraum, aber Simon Scherder passt hinten auf, schlägt den Ball hinten raus. Er landet da allerdings bei den Roten, die kommen wieder über rechts, spielen hinten rum, Kurzpass, rechts suchen die Lücke, finden sie allerdings nicht. Zweikampf da auf der rechten Seite der Asbacher. Da kommt die Flanke in den 16er. Oh. Kommt auch an und Max Schulze. Super. Flanke kommt aus 16 Metern, flach in den Strafraum, kommt am 5er runter. Aber Max Schulze Nius kann den Ball sogar festhalten. Super gehalten. Und schlägt jetzt ab, lang, weit. Kommt so 10 Meter hinter der Mittellinie runter. Hoffmann verliert den Kopfball. Aber die Asbacher können sich nur mit einem Einwurf retten. Ja, also den wird jetzt. Aus der Halbzeit können wir euch noch, ich habe das nur am Rande mitbekommen, weil wie ich gesagt, mit der Technik so ein bisschen beschäftigt war. Aber Osnabrück führt inzwischen 4-0 gegen Stuttgarter Kickers. Und irgendwas fangen wir auch mit Cottbus. Wir versuchen euch das nochmal nachzureichen, wie es auf den anderen Plätzen steht. Wenn wir dann eine Verbindung kriegen, dann dessen die Preußen jetzt wieder da im Angriff. Mit Dominik Schmidt, der hohe, weite Ball. Der landet aber erstmal bei Groß-Astbach. Und Simon Scheller köpft den Ball aber schön raus Richtung Hoffmann. Der gewinnt das Kopfballduell, holt einen Einwurf raus. Müsste jetzt mal schnell machen. Kara, Kopfballverlängerung auf Reichwein. Aber der Ball bleibt erstmal stecken. Es bleibt dabei bei den Hoch- und Weitspielen aus Groß-Astbach. Einwurf der Preußen über die linke Seite. Einwurf kommt kurz auf Hoffmann, der zieht in die Mitte rein, spielt mit Jens Ruppenroth, der dreht sich nochmal, spielt wieder links raus zu Schulz, Schulz hintenrum, macht den Ball sicher. Und Amaury Bischoff versucht die Seite zu wechseln, spielt mit Dominik Schmidt, der mit einem langen Diagonalpass auf Benny Siegert, der kann das Kopfballduell nicht gewinnen, aber den zweiten Ball gewinnt Amaury Bischoff, der aber nur mit einem langen Schlag, aber der Groß-Asbacher vertändelt den Ball da hinten. Ecke. Und es gibt Ecke. Ja, komische Situation eben. Der Ball, eigentlich war der sicher bei Groß-Asbach, aber irgendwie kommt der Groß-Asbacher da aus dem Gleichgewicht und Marcel Reichwein hätte eigentlich schön flanken können. Kannst du was zu den Halbzeitergebnissen sagen? Hast du was mitbekommen? Ja, ich weiß, Osnabrück führte 4-0. Arminia gegen Rostock soll 1-1 stehen. 1-1 oder 0-1? 1-1. Okay. Weiß ich auch nur aus Hören sagen.
Ecke kommt vom Bischof, kommt auf dem Elfer runter, da steht abgepfiffen. Naja. War der Ball wohl im Aus? Oder? Nee, weiß ich nicht. Aufstützen, naja, wird aus. Liegt auf dem Fünfer, ist Ausball. Was war noch? Dresden liegt in Mainz zurück. Ansonsten, liebe Leute, ihr habt ja alle Internet. Guckt nach. Ja, Abschluss hält Groß Asbach. Zweiter Ball, Sieger geht als Kopfball, verliert erstmal. Schöneberg verschätzt sich da, kann aber gerettet werden von Dominik Schmidt. Kopfball über Kopfball jetzt hier. Linke Seite, ganz kompromisslos. Schlägt Simon Schell den Ball erstmal raus. Zweiter Ball bei Reichwein. Der kann erstmal zu Sieger weiterspielen. Der müsste jetzt mal schnell machen. Versucht da Schulz einzusetzen, das misslingt. Und so Groß Asbach drischt den Ball wieder nach vorne. Kopfball-Duell gewinnt erstmal Benny Siegert. Zweiter Ball bei Groß Asbach. Und jetzt vielleicht mal der Ball schon Richtung Strafraum. Aber harmlos. Schulzinus kann den ganz locker aufnehmen. Und die Bank von Groß Asbach wird jetzt zum Warmmachen geschickt. Was natürlich ja überhaupt keine Gefahr bisher für Preußen. Wieder langer Abschlag von Max. Aber Kopfball gewinnt Groß Asbach. Zweiter Ball bei den Preußen. Kevin Schöneberg da auf der rechten Seite, sucht Hoffmann, findet ihn auch, der setzt sich gegen den ersten durch, gegen den zweiten, Doppelpass zwischen Hoffmann und Schöneberg, Schöneberg wird angegangen und kriegt den Freistoß an der Höhe des 16ers, schöne Position, großer Mauri. Ja, er lag eben noch genau auf dem Anschlusspunkt, muss wohl auch einen abgekriegt haben. Da hat er wohl in der Holzzeit wieder gesagt, Kollegen, ich brauche Freistoß, ja, aber Kara wird ihn jetzt machen. Ja, Mauri läuft schon langsam hin. Da gibt ihm noch mal ein paar Tipps. Nee, doch nicht. Er macht es wieder selber. Ja, der wird den jetzt auf 5 Meter Raum ziehen. Trunkenbrot und Schöneberg sehe ich dann hinten ab. In der zweiten Reihe würde Siegert stehen. Der kommt, zweiter Pfosten. Nein, der geht drüber. Der geht drüber, überhaupt keine Gefahr. Gut, kann ja auch nicht jeder drin sein, ne? Nee, dann gut. Abstoß diesmal von Asbach. Wenn man mal so in den Heimblock guckt, ich glaube, die kann man alle mit der Hand noch begrüßen. Per Namen sogar. Also da stehen vielleicht, ja, werden das sein, 35, 40 Leute. Asbach kommt ins Angriffsspiel. Lange Ball hinter der Mittellinie, kommt am 16er runter, wird aber abgefangen von Max Schulze Nius, der ihn mittlerweile in der Hand hat. Langer Abschlag kommt. Geht auf die linke Seite der Preußen. Hoffmann gewinnt das Kopfball, aber der Ball landet bei den Asbachern. Die können sich nur mit einem Befreiungsschlag helfen. Somit kommen die Preußen. Reichwein im Angriff. Leitet weit auf Siegert über die rechte Seite. Der sucht das Dribbling. Flankt rein in den Fünfer. Aber da steht leider keiner. Somit hat Groß Asbach den Ball. Spielt schnell weiter. Kommt jetzt über die linke Seite. Treten nochmal auf den Ball drauf, gucken. Jetzt sind die Groß Asbacher auf der Kartoffelseite hier. Sind im Angriff. Spielen nochmal raus über links. Sind jetzt ungefähr 16 Meter vor dem Tor auf der linken Seite. Suchen das Dribbling, spielen hintenrum allerdings. Ja, kommen auch nicht zum Flanken, weil sie sofort zugestellt werden. Versuchen sie jetzt mit Hacke, Trick. Und ja. Da kommt der Schuss mal aufs Tor. Aus, ja, 16 Metern ganz an der Strafraumecke. Ja, Geschenk für den Torwart. Ja, das ist bisher alles keine Gefahr für die Preußen. Aber ich bin auch unruhig. Also 1-0 reicht den Preußen oft nicht in dieser Saison. Und darum sollte man jetzt bemüht sein, Kevin Schöneberg jetzt mit dem langen Ball hier irgendwie auf das 2-0 zu gehen. Schön abgelegt da mit der Brust von Reichwein, der kriegt sofort wieder den Ball von Siegert, ist da jetzt in dem Zweikampf an der rechten Mittellinie. Schöner Pass auf Karls, völlig frei vom Krümer, lässt ihn aussteigen, im letzten Moment schießt er der Groß Asbacher den Ball ins Aus, da waren alle schon geschlagen, alle lagen am Boden und Kara wollte gerade ansetzen zum Schuss, hatte alle ausgetanzt und dann kommt im letzten Moment von hinten da noch ein Asbacher rangerauscht und drischt den Ball aus. Das war das sichere 2-0. Der Torwart war geschlagen. Oh Mann, ärgerlich. Karalo. Ärgerlich. Oder parallel zur 5-Meter-Linie hätte nur noch schießen müssen und sieht den Mann von hinten nicht kommen. Aber war schön, wie er den Torwart da nochmal vernascht hat. Ja, hätte sich die Ecke aussuchen können. Oh, Ecke kommt jetzt. Erster Posten, zweiter Ball. Spiel. Rausgedrischt von Asbach. Aber Kevin Schöneberg holt den Einwurf raus. Super, Kevin. Ralf Lohse jetzt schön mit dem Dribbling hier an der Außenlinie.
Alles da vorne, sagt er. Einwurf kommt jetzt. Auch wenn mit Kara. Nimmt den erstmal runter. 2-3 Erfurter. Astmacher da. Aber Benny Sieger bekommt schon den Ball und spielt da den Banner Kai an. Einwurf Kevin Schöneberg. Sieger bietet sich kurz an. Nein, doch nicht. Mit langkommen. Kevin nutzt jetzt hier die Außenlinie und mit den schönen langen Spielen. In der Mitte steht Hoffmann. Der kriegt die Kopfballverlängerung. Im letzten Moment Ecke. Ecke. Im letzten Moment fährt Groß Asbach mit der, ja, mit Rizzi. Der köpft den Ball ins Aus. Und somit gibt es wieder Ecke. Ich weiß gar nicht, wie viele Ecken haben wir. Das müsste die fünfte sein. Da führen wir auf jeden Fall in der Statistik. Und vor dem Gästeblock wird es jetzt abermals Ecke geben. An Mauri Bischoff. Oh, zwei so. Mann von Torwart. Auf den zweiten Pfosten in die Mitte. Erstmal geklärt von Groß Asbach. Aber der Ball ist noch nicht weg. Jetzt könnte Sieger vielleicht mal gegenspritzen. Im letzten Moment, nee. Erstmal geklärt Groß Asbach. Und Dominik Schmidt wird da vernascht. An der Mittellinie. Jetzt muss er den Ball sichern. Truppenmut sichert erstmal den Ball. Drischi nach vorne. Sehr gute Aktion. Das wäre gefährlich geworden. Der Ball ist aber noch weiterhin bei Groß Asbach. Und jetzt vielleicht mal Reichweite. Gewinnt er irgendwie den Ball. Spielt weiter zu Mehmet Kara. Der dribbelt da. Zwei, drei Mann aus. Und legt rechts raus zu Siegert. Der wird da sofort angegangen. Schöner Pass da. Mit der Mauri Bischoff. Auf Siegert wieder. Der ist an der rechten Linie. Und holt irgendwie eine Ecke raus. Ist da direkt an der Eckfahne. Von zwei Mann umzingelt. Versucht er jetzt irgendwie eine Ecke rauszunehmen. Das misslingt. Und Groß Asbach gewinnt den Ball. Aber keine Anspielstation. Hoffmann lässt er erstmal aussteigen. Spielt in die Mitte. Drischen den Ball jetzt nach rechts raus. Oh, die Preußen sind da hinten jetzt ein bisschen offen. Truppenrot geht auch mal ran da. 20 spielen zurück in die Mitte und Schuss, Groß Asbach! Nein, Max Schulze-Dius heute ein sicherer Rückhalt bisher. Konnte den Aussetzer da gut festhalten. So, inzwischen kommt die Zuschauerzahl. 1.900 Zuschauer. Ja. Sagen wir, dadurch, dass der Ort hier 8.000 Einwohner hat, ja, ist das ja wohl doch nicht so eine schlechte Zahl. Gut 300, 350 werden wohl aus Münster dabei sein. Währenddessen David Kinas am Ball spielt erstmal zurück. Auf Robin Schuster, der spielt in die Mitte weiter. Jetzt langer Ball, Groß Asbach, den kann Trunkenrot erstmal klären. Auf Mehmet Kara, der lässt den ersten aussteigen. Spielt weiter zu Siegert. In der Mitte versucht der Trunkenrot einzusetzen, aber der rutscht komplett weg. Schade, schade. Das war diese überfallartige Kontersituation, die daraus entstanden wäre. Aber der zweite Ball bleibt bei Preußen. Mauri Bischoff jetzt schön weiter auf Kara. Der wird sofort von hinten angegangen. Foulspiel. Da hat der Kollege aus Groß Asbach den Kara da wieder in die Parade gefahren. Wenn er sich jetzt umdreht, können ich auch die Rückennummer erkennen. Nummer 7 ist das, glaube ich, ne? Nummer 7, Bina Kai. Der da gerade grandios das 2-0 verhindert hat. Freischuss inzwischen aufgeführt auf die linke Seite, auf Schulz. Der legt erstmal zurück auf Truppenbrot. Der spielt weiter zurück zu Scherder. Scherder wird da jetzt angelaufen, aber kann da schön auf Dominik Schmidt spielen. Der hebt wieder das Köpfchen, das heißt Diagonalball. Nein, diesmal nicht, sondern Ball auf Reichwein. Der kann sich da behaupten, versucht Siegert einzusetzen, das misslingt erstmal. Somit Groß Asbach auf den Ballbesitz, die spielen zurück zum Torwart. Und beruhigen das Spiel, das kann uns natürlich recht sein. Ja, Groß Asbach kommt über die linke Seite, Kinast tritt wieder auf den Ball, muss wieder hinten rumspielen. Der zeigt auch an, ja, wo soll er hinspielen, ihr seid alle zugestellt, sind sie auch vorne. Alle Roten, da kann eigentlich nichts anbrennen. Und so ist es auch wieder. Lange Ball ins Mittelfeld, den Simon Scherder abköpft. Aber Groß Asbach bleibt im Ballbesitz. Spielt flach an der Mittellinie. Kinas kommt über die linke Seite, treibt den Ball ein bisschen. Chipball durch. Oh. Der kommt sogar durch. Am 16er der Asbacher sucht den Schuss. Aber wer passt da auf? Dominik Schmidt. Das war die erste gefährliche Situation jetzt. Sie ist noch nicht vorbei. Bina Kai Richtung Strafraum unterwegs. Ist am 16er. Legt erstmal zurück. Und rechts raus. Wie gesagt, es ist noch heiß. Flanke jetzt Richtung Strafraum. Der kann auch erstmal angenommen werden. Aber Dominik Schmidt da schön mit dem Kopf. Kein Foulspiel. Köpft erstmal links raus auf Kevin Schöneberg. Und er drischt den Ball jetzt Richtung Reichwein.
Der wird dann da angegangen, damit die, das ist doch ein Foulspiel, lieber Schiri. Das gibt's doch gar nicht. Wird er nur mit dem Ellbogencheck angegangen und der Linienrichter steht direkt neben Lose und sieht das auch. Das gibt's doch gar nicht, der Linienrichter. Ja, Lose richtet sich da zurecht auf. Ich würde dem Mann auch jetzt ein paar Takte sagen, aber ich habe gar nicht so viel Geld, dass ich das alles bezahlen könnte. Darum lasse ich das mal lieber. Ja, also der Linienrichter steht 5 Meter daneben, der muss also zumindest die Fahne heben. So, Groß Aspar kommt über die linke Seite. Setzt sich dagegen, Schmidt durch, ist im Strafraum. Aufpassen jetzt, Ball in der Mitte. Amaury Bischoff, letzten Moment, trischt den Ball erstmal raus. Oh, Groß Aspar kommt auf, aber jetzt hat Mehmet Kara aufgepasst. Nein, kann sich dann noch nicht behaupten und Aspar bleibt im Ballbesitz. Sieger hat jetzt dann mit dem Flugkopfball, aber das Spiel wird hitziger. Groß Aspar ihrerseits jetzt bemüht um Spielkontrolle und Spielverständnis. Die Preußen können sich aber noch wehren. Kopfballverlängerung jetzt auf Reichwein. Reichwein spielt jetzt ja, ins Niemalsland. Was war das denn? Also dieser Mann, der beklagt sich da so ein bisschen, dass Sieger jetzt nicht mitgemacht hat. Kann man ein bisschen verstehen, aber von ihm muss in Summe einfach mehr kommen. So, Groß Aspar jetzt weiter im Spielaufbau. Sind jetzt das erste Mal wieder in der Hälfte der Preußen. Schieben sich den Ball da hin und her, Kopfballverlängerung. Der kommt an. Aber jetzt die Preußen kompromisslos sind heute wirklich sehr zweikampfstark. Und jetzt hat Groß Aspar mal dazwischen gespitzt. Rechts raus, jetzt könnte die Flanke kommen. Die kommt flach. Und da steht Simon. Unser Eigengewächs Simon Scherner. Und jetzt hebt der Schiri die. Weil der Linienrichter die Fahne, das heißt, es war entweder aus oder ein Foulspiel. Foulspiel und Preußen wird den Ball haben. Groß Aspar wird nochmal wechseln. Raus geht die Nummer 27. Das ist der Kollege David Kienast. Und dafür kommt die Nummer 8, Pascal Sohm. Das heißt, Groß Aspar hat jetzt das zweite Mal gewechselt, die Preußen noch gar nicht. Ja, so kennt man Ralf Loos. Er wartet immer ziemlich lange mit den Wechseln. Solange das im Ergebnis so bleibt, wie das hier ist, denke ich, ist es auch eine gute Sache. Denn ihr wisst ja, dass zumindest Stuttgarter Kickers heute für uns spielen. Freistoß Preußen auf der linken Angriffsseite. Kommt lang, geht ins Mittelfeld. Halb linke Seite, Reichwein gewinnt den Kopfball, aber Groß Aspar behauptet den Ball, kriegt den Einwurf, werfen zurück, spielen wieder hinten rum. Über die Innenverteidiger geht es auf die linke Seite der Asbacher, werden früh gestört von Benny Siegert und Mehmet Kara. Torwart wird einbezogen, spielt den Ball auf die rechte Seite. Ja, Kurzpass spielen hinten der Groß Aspacher und Diagonalpass quer auf die linke Seite. Alles in der eigenen Hälfte der 8. Aspacher. Lange Ball, kommt nicht an. Dominik Schmidt klärt und schlägt den Ball hinten raus, aber der verspringt ihn leider so ein bisschen. Der kommt an der Mittellinie runter. Lange Ball Aspach in den 16er rein und Dominik Schmidt klärt mit dem Einwurf auf Max Schulze-Nihus. Wird auch ein bisschen angegangen. Der muss nämlich alle Körperteile einsetzen. Ja. Der wird ja gut angegangen. Von dem Morris und den anderen Kollegen, die da so vorne rumtouren. Ja, der Morris, wie er heißt, muss aufpassen. Der hat schon gelb. So, Preußen mit einem langen Ball. Sind im Angriff. Mehmet Kara kommt über die halblinke Seite. Geht jetzt an die ist an der Außenlinie. Aspacher zeigt Einwurf an. Kriegen sie auch. Ball war wohl aus. Linesman drüben zeigt, hebt die Fahne zumindest. So. Ich kann währenddessen, es gibt Einwurf schon ausgeführt. Aspar ist hinten und Kara stört da. Aber im letzten Mal können die Asparer da noch klären. Langer Ball wieder nach vorne. Zweiter Ball bleibt diesmal bei Asbach und Simon Scheller da schon an der Mittellinie. Diesmal Siegert hilft ihm da ein bisschen und drischt den Ball Richtung Reichwein. Zweiter Ball bleibt bei Preußen, aber. Freistoß. Groß Aspar. Ja, Freistoß gibt es jetzt. Schnell ausgeführt, Groß Asbach. Sind jetzt ihrerseits bemüht, nach vorne zu kommen. Werden sofort von Reichwein angegangen. Und der Ball Richtung Strafraum. Völlig harmlos. Der wird ins Ausgehen. Und somit nach gut 21 Minuten gespielten Minuten. In der zweiten Halbzeit steht es immer noch 0 zu 1. Also
alles auf Sieg gestellt bei den Preußen. Und das ist aufgrund der Ergebnisse, die vorliegen, gar nicht so schlecht. Ich kann mal versuchen, die nochmal durchzugeben. Also zumindest Osnabrück, wie gehört, 4:1 steht es da inzwischen. Mainz führt gegen Dresden 1:0, Cottbus führt in Halle 1:0 und Bielefeld-Rostock 1:1. Oh, jetzt wird's Einwurf für Preußen schon in der Hälfte der am 16er der Asbacher gegen Kara setzt sich da gegen 2 durch und holt eine Ecke raus. Super, Junge. Ja, aber während du die Ergebnisse vorgelesen hast, ganz komische Situation eben. Die Asbacher haben alle Zeit der Welt da hinten und vertändeln den Ball wieder. Indem auch Kara gut und schön stört, können die den Ball nur ins Ausspielen. So, Ecke wird kommen. Diesmal von der linken Seite. Wird aufs Tor gehen. Marcel Reichwein steht also 2-3 Meter vor dem Torwart. Wird aber kurz ausgeführt hintenrum über Kevin Schöneberg. Der spielt in den 16er rein. Simon Scherder mit der Kopfballablage. Siegert mit Schussmöglichkeit, aber zieht so 5 Meter diagonal am Tor vorbei. Ja, da wäre Reichwein fast noch dran gekommen. Und ja, vielleicht sollte es auch ein Pass werden, ich weiß es nicht so wirklich. Da ist ja auch immer eine gute Option, wenn man da schon am 16er ist, einfach mal in die Mitte zu dreschen. Und einer wird schon sein Beinchen dahin halten. Ja. Also ausgewechselt wurde noch nicht. Ich habe gerade nochmal hier auf die Ausstellung geguckt. Atlasson ist übrigens nicht zu sehen. Was auch immer das heißen mag. Aber die Preußen jetzt. Gewinnen da schön den Ball auf Kara. Der wird dann an der Mittellinie gelegt, aber der Schiri sagt weiterspielen. Jetzt ist der Ball natürlich erstmal wieder weg und Groß Asbach versucht ihrerseits auch mit 3 Mann, Trockenbrot, Schöneberg und Kara, wirklich Top-Zweikampfswerte. Hier wird sich nichts geschenkt, hier wird um jeden Zentimeter gekämpft und die Preußen bekommen dadurch, durch den super Einsatz von den drei Jungs, erstmal Freistoß. Herr Rüdiger Rehm wird mit zunehmender Spieldauer immer erzürnter. Ist mit der Spielweise überhaupt nicht einverstanden, was seine Heimmannschaft hier anbietet. Und Preußen sichtlich darum bemüht, dieses Spiel einfach zu kontrollieren und das machen sie auch. Ja, Dominik Schmidt, lange Pass nach vorne auf Reichwein. Der legt ab auf Siegert. Will Reichwein wieder ins Spiel nehmen, aber ein groß Asbacher Ball dazwischen, Bein dazwischen. Die mit einem langen Diagonalpass, den Schulz hinten abfängt, der spielt weiter auf Hoffmann, der will in den 16er rein, holt aber eine Ecke raus. Ja. Somit müsste die 7. Ecke sein mittlerweile. Diesmal von der anderen Seite. Und dann Mauri Bischoff, der macht alleine schon durchs Eckenverhältnis hier einige Meter. Ja. Nein, also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter, abgeklärter Auftritt heute der Preußen. Sie machen das, was hier möglich ist. Und stehen hinten sehr, sehr sicher. Schön wäre natürlich noch ein 2-0, um hier endgültig den Willen zu brechen, die Moral zu brechen. Ja, Flanke kommt jetzt rein, oder Ecke kommt jetzt rein, aber der Schiri moniert da, dass sich da im Strafraum wohl einige behakt haben. Deswegen wird die Ecke nochmal ausgeführt. Aber ich wollte auch gerade noch sagen, vielleicht fehlt jetzt so dieser Lucky Punch, den Sack zuzumachen. Ja. Also Ecke wird nochmal ausgeführt, da stehen 5-6 Mann an der Torlinie. Ball kommt scharf rein. Auf den Zeitpunkt, was Torwart klärt. Erstmal mit der Faust. Siegert könnte jetzt am 16er schießen. Kriegt den Ball. Flanke nochmal rein. Aber Asbach klärt. Und da kriegt der Mauri Bischoff den Ball nochmal. Flanke rein. Zweiter Pfosten. Da steht überhaupt keiner. Was war das denn bitte für eine Flanke? Schade. Da war deutlich mehr drin. Und Asbach jetzt mal ein bisschen schneller. Rizzi treibt den Ball nach vorne. Aber Reichwein und Siegert gehen da sofort ins Pressing, so muss Asbach erstmal wieder neu aufbauen. Mit der Nummer 5, mit Robin Schuster. Preußen Münster wird wechseln. Spielt erstmal rechts raus auf Rizzi, der geht in die Mitte, findet jetzt mal den Mann. Aber wird sofort verfolgt von Dominik Schmidt. So müssen sie erstmal wieder zurückspielen auf die linke Seite. Das klappt, Flanke jetzt, nein doch nicht. Zieht nochmal Richtung Mitte, spielt dann in die Mitte. Da sind die Preußen nicht eng genug dran, aber der Ball zum Glück viel zu harmlos. Ja, du hast gerade gesagt, Rocky Krone macht sich bereit. Wird, denke ich mal, für Marcel Reichwein kommen. Und auch Groß Asbach wird wechseln. Der heute wirklich sehr viel gelaufen ist und alles versucht hat. Aber ihm fehlt wirklich im Moment noch dieses Erfolgserlebnis.
Aber den Willen konnte man ihm heute nicht absprechen, wenn er denn ausgewechselt wird. Natürlich. Ja? Hat bestimmt auch genug Meter gemacht. Lange Ball von Schmidt. Der landet nehmt. Allerdings bei den Roten. Der ging in die Familienplanung. So, Preußen weiter. So, Kara hat jetzt den Ball. Rechts ist Siegert. Der Ball kommt nicht richtig an. Schade, schade. Zweiter Ball müsste aber bei Preußen bleiben. Reichwein versucht ihn nochmal zu bekommen. Das misslingt. Und jetzt Ritzi von Groß Asfach. Aber Schmidt ist jetzt schon an der Mittellinie. Verliert dann aber wieder den Ball. Und jetzt kann es auch schnell gehen. Truppenrot muss da Richtung Zweikampf gehen. Viel zurück zu Schulze News. Das macht er auch. Und was macht Schulze News da jetzt? Bitte haut den Ball weg. Ja, er haut den Ball weg Richtung Hoffmann. Kopfball. Zweiter Ball bleibt bei den Preußen. Amaury Bischoff spielt in die Mitte zu Kara. Kara rechts raus zu Siegert. Siegert kriegt den da schön. Ist an dem Asbacher vorbei. Flanke jetzt Richtung Strafraum. Aber da steht dann nur ein Kopf von einem Asbacher. Und die dreschen den Ball wieder nach vorne. Kofferduell zwischen Dominik Schmidt. Und der gewinnt dann erstmal. Setzt dann da jetzt mit seinem Karate-Tritt. Schulze News ein, der ist ein bisschen überrascht. Ah, der Ball knallt dann Richtung Auslinie. Einwurf Groß Asbach. Jetzt könnte es mal schneller gehen. Bina Kai möchte den Einwurf schnell ausführen, aber währenddessen wechselt Groß Asbach nochmal. Sasenesi wird kommen. Alter Bekannter, für, kennt ihr vielleicht aus Regionalliga-Zeiten, bei Eintracht Trier war er, glaube ich. Und der wird reinkommen und Nummer 20, die Ritzi ist raus. Und auch die Preußen wechseln. Rocky Krone wird reinkommen. Ja. Und aller Wahrscheinlichkeit. Ja, Marcel Reichwein. Marcel Reichwein. 9 für 19. Marcel Reichwein natürlich alle Zeit der Welt. Ja, wie gesagt, man kann ihm nichts absprechen. Vielleicht kriegt er nochmal seinen Applaus. Schade, dass ihm einfach das Tor im Moment nicht gelingen wird. Das ist ja auch immer so eine Frage. Wir brauchen eigentlich Stürmer, die treffen in diesem Ausschießkampf. Ja, wir können froh sein, dass wir so viele Leute haben, die eigentlich treffen. Aber keine Zeit mehr. Einwurf ausgeführt. Groß Asbach spielt erstmal nach hinten und Krone läuft sofort die Leute an. Ja, der hat natürlich jetzt Kraft. Gehring spielt den Ball rechts raus. Spielt erstmal weiter, dann wieder zurück. Ja, das wird jetzt sehr interessant zu sehen, wie Preußen das jetzt hier macht, ob sie auf die Kontersituation warten, auf das 2-0 oder ob sie versuchen, das jetzt abgeklärt nach Hause zu bringen. Denn dessen Groß Asbach immer noch im Ballbesitz, Truckenbrot und Siegert versuchen da an den Ball zu kommen, das klappt noch nicht. Der Ball rechts raus von Groß Asbach, jetzt in den Strafraum gespielt und da gibt es eine Ecke für Groß Asbach, weil Hoffmann mit seinem Bein noch dran war. Ja, die Standardsituation, das wäre jetzt vielleicht noch die einzige Möglichkeit, die Groß Asbach hier hätte, um das 1-1 zu erzielen. Weil spielerisch ist das noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, ich versuche schon vermehrt mit langen Bällen nach vorne. Ja. Also aufpassen jetzt bei Standards. Ja, Rocky Krone geht nach hinten natürlich bei Standards. Mehmet Gara vorne, so im Mittelkreis als einzigste Spitze. Ball kommt geht vom Tor weg, aber wird abgeköpft von Simon Scherder, der klärt da hinten, kann den Ball allerdings nur ins Ausköpfen. Wer kam da nicht ran? Wer war das? Siegert. Siegert auf der anderen Seite. Einwurf außen für Zenesi, der neue Mann, führt ihn da, legt ihn kurz rechts raus, kriegt den Ball wieder, Schussversuch erstmal abgeblockt. Ball bleibt aber bei Groß Asbach. Die spielen aber hintenrum zu Kai Gehring und der jetzt mit dem Flanke aus dem Halbfeld. Kopfball Dominik Schmidt. Ball bleibt bei Bina Kai. Kopfball, da verschätzen sich die Preußen ein bisschen. Ball bleibt heiß. Jetzt geht es darum, irgendwie den Ball zu gewinnen. Und Groß Asbach spielt hintenrum, weil Siegert da erfolgreich gestört hat. Auf Kai Gehring, der liegt wieder rechts raus. Und spielt in die Mitte zu Senesi. Also die Groß-Asbacher, die kriegen hier nicht viel Raum. Werden gut verfolgt, Truckenrot macht Meter um Meter und gewinnt da jetzt mal den Ball. Ah, der geht dann wieder ins Aus. Einwurf, Groß-Asbach an der Mittellinie. Erstmal zurückgelegt. Spiel in der Mitte und da kommt sofort Rory Krone. Der läuft da den ballführenden Spieler an und sagt, Kara, mach doch mal mit. Die Groß-Asbacher sind so ein bisschen verunsichert, spielen jetzt erstmal zurück zum Torwart. Die Uhr spielt auch ein bisschen mit uns. Torwart weiß auch nicht so genau, wohin mit dem Ball. Der lässt sich doch deutlich viel Zeit, verlässt jetzt den 16-Meter-Raum und wird die Flanke bringen. Hoch und weit. Kopfball gewinnt Dominik Schmidt. Zweiter bleibt aber bei Groß Asbach. Bina Kai
spielt in die Mitte. Also sie haben einfach zu viel Zeit, das ist noch nicht zwingend genug. Ja, Ball an der Mittellinie. Kai Gehring an der Mittellinie und wissen nicht, wo sie denn hinspielen sollen. Das soll uns doch recht sein. Aber sie bleiben im Ballbesitz. Jetzt vielleicht mal Richtung Mitte. Wird er sofort verfolgt. Oh, jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei vom Kasten. Pfosten! Pfosten! Das war die eine Situation. Ja, übrigens ist nichts passiert. Abseits. Aber das war die eine Situation aus dem Nichts. Ganz ruhig. Aus dem Nichts stand er auf einmal frei vor Max Schulze-Nius. Der plustert sich auf. Und dann knallt der Ball an den linken Pfosten. Aber auch die Abseitsfalle hat in dem Moment funktioniert. Das sind genau die Situationen. Da müssen wir aufpassen. Ja, wo wir entweder 2-0, wo es dann 2-0 steht, wo man sagt, okay, dann haben wir halt diesen einen Treffer. Aber wir müssen irgendwie versuchen, das zu verhindern. Jetzt, die Preußen dürften jetzt gewarnt sein. Kone mit dem Ball nach vorne Richtung Truppenmuth. Truppenmuth jetzt an der rechten Linie von zwei verfolgt. Zweiter Ball bleibt bei Groß Asbach. Aber Schöneberg auf Kone. Nein, das ist alles im Moment so ein bisschen zu ungenau auf beiden Seiten. Lange Ball jetzt da. Schmidt muss da wirklich schon alles in die Waagschale werfen. Und spielt erstmal zurück zum Torwart. Der muss raus schon. Der drischt den Ball jetzt erstmal wieder raus. Kevin Schöneberg muss da ins Kofferduell. Das wird er verlieren, der ist deutlich kleiner, aber zweiter Ball bleibt bei Rocky Krone. Viel zurück zu Kevin Schöneberg. Der drischt den Ball jetzt Richtung Strafraum. Zweiter Ball wieder bei Preußen. Jetzt auf einmal mit Kara. Jetzt ist mal Platz da auf der rechten Seite. Kara verliert da den Ball. Mann, Kara, das wäre doch die Chance gewesen. Aber Preußen bleibt weiter im Ballbesitz. Schulz wird dann da gelegt. Der pfeift gar nichts. Und jetzt kann es schnell gehen. Kai Gehring auf der rechten Seite. Rennt. Und dann Mauri Bischoff. Kriegt am Bein dazwischen Einwurf. Der Ball bleibt aber heiß. Durch den Pfostentreffer sollten die Preußen eigentlich gewarnt sein, dass das Spiel hier noch nicht tot ist. Es geht jetzt darum, den Gegner nicht zurück ins Spiel zu lassen. Langer Ball jetzt auf die Nummer 7. Auf Bienerkai. Der mit der Flanke Richtung Strafraum. Der Ball ist da im Strafraum. Zwei Preußen und ein Groß Asbacher, Kopfball, Tor. Nein. Tor. Stehen sich zwei Verteidiger selbst im Weg. Und dann kann der Groß Asbacher einfach nur einschieben. War so klar. Hat sich angedeutet. Ärgerlich. Wieder aus dem Nix, ey. Jetzt Hockenbrot. Ja, jetzt wacht er auf. Super. Ja, das Eventpublikum ist natürlich hoch erfreut. Das Tor wieder aus dem Nix. Was heißt aus dem Nix? Die hätten eigentlich gewarnt sein müssen. Da gehen beide zum Kopfball und köpfen sich da gegenseitig an. Und dann ist natürlich der Ball irgendwie beim Groß Asbacher. Und der braucht dann nur noch rechts unten einnicken. 1-1. Und jetzt ist das alles so ein bisschen für die Katz. Ja, das ist genau das, was nicht passieren durfte. Jetzt hast du nur noch 10 Minuten. Unglaublich, ey. Ich weiß nicht, warum wir das nicht abstellen können. Echt nicht. So, jetzt langer Ball auf Krone. Jetzt wird es natürlich schwierig. Zweiter Ball bleibt bei Siegert. Jetzt ist wirklich Willen gefragt. Ja, Ball geht ins Aus. Jetzt ist guter Rat teuer. Ja, vielleicht Preußen kann noch zweimal wechseln. Oder könnte, oder, ja. Und die bereiten noch den zweiten vor. Er kommt da. Amashaibu wird kommen. Ja. Gut. Der kann ja auch nur noch besser werden. Ja, denk mal für Siegert vielleicht. Oh. So, Dominik Schmidt treibt den Ball ein bisschen nach vorne. Passt flach zu Mauri Bischoff, der flach weiter auf Mehmet Gara. Der sollte jetzt rausspielen auf Benny Siegert. Siegert zurück auf Gara, der guckt. Spielt quer auf Mauri Bischoff, nimmt Schöneberg hier außen mit rechts, macht er auch, aber kommt nicht ins Flanken, der Schöneberg. Schöneberg wieder auf Siegert, der kann den Ball allerdings nicht behaupten. Was? Und ich weiß nicht, was der da pfeift gerade. Also. Siegert wird da von den Ballen geholt und er pfeift Freistoß für Groß Asbach. Ja. Naja, Groß Asbach im Ballbesitz. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, was die Preußen noch im Petto haben. Einwurf jetzt Groß Asbach an der Mittellinie. Und Amashaibu ist inzwischen in Spielkleidung. Geht schon mal zur Seitenlinie. Der Wechsel wird wahrscheinlich sein mit Benny Siegert. Ja, genau, ist so, ist auch es. So, ja. Benny Siegert raus. Amashaibu rein.
Ja, die Ergebniskrise auswärts. Aber wie soll man das sagen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir ja nochmal die Chance vorne da. Ja. Naja, gut. Es ist halt immer die erste oder zweite Chance vom Gegner, ist halt bei uns drin. Noch sind 10 Minuten Zeit. So, Preußen gewinnt da eigentlich den Ball. Zweiter Ball bleibt aber Roos Asbach. Die spielen jetzt auf Sarsenesi, der rechts raus. Und jetzt Flanke in den Strafraum. Erstmal abgeblockt, Ecke. Gegeben, dritte Ecke. Mann, ja, Ecke für Roos Asbach. Jetzt kann es natürlich auch noch passieren, dass du noch so einen Scheinheit kriegst und dann stehst du auf einmal komplett leeren Händler. Aber ich will es auch nicht beschreien. Und das nicht ist hier die Ausstellung verloren. Ne? Ecke noch nicht ausgeführt. Ecke wird kommen, geht vom Tor weg. Kommt jetzt, kommt am flach reingespielt. Oh, Tor! Im letzten Moment, noch heiß. Und Simon Scherder dazwischen mit dem Fuß. Ball immer noch heiß, auf Asbacher Seite, 18 Meter ungefähr vor dem Tor, zentrale Position wird rausgespielt auf die rechte Seite, knapp. Der Asbacher, der kommt ins Dribbling, zieht ins Mittelfeld rein, schießt mit links, aber da ist ein Preußenspieler, schade, Preußenbein dazwischen, der hätte gut und gerne durchgehen können auf Amaschaibu, der wäre dann ganz alleine aufs Tor gewesen, hätte allerdings noch 50 Meter vor sich gehabt. Preußen Münster wirft ein, kommt über die linke Seite. Jens Truckenboot treibt den Ball ein bisschen nach vorne, tritt nochmal drauf, spielt kurz und es geht hintenrum über Scherder. Dominik Schmidt, lange Ball auf, ja, wer sollte er sein? Tja, Krone, aber Groß Asbach gewinnt den Ball, ist über die Mittellinie, kommt über die linke Seite, kurz vorm 16er, aber Dominik Schmidt geht da rigoros dazwischen. Mann. Leer zum Einwurf, der Asbacher. Die werfen ein. Ball am 16, an der Ecke des 16ers. Flanke kommt rein, kommt am 5er runter. Kopfballablage und aus 16 Metern. Schussversuch wird abgeblockt, der Preußen. Ja, die Preußen kriegen jetzt keinen Zugriff im Moment. Das ist natürlich echt bitter. Du hast nicht mehr viel Zeit. Jetzt Amaschaibu versucht da mal zu pressen. Ja, das gelingt noch nicht. Aber vielleicht der zweite Ball. Ja, der Ball geht jetzt aus. Preußen hat Einwurf. Jetzt muss wirklich mal hopp oder top gespielt werden. Ansonsten wird man hier wahrscheinlich nur einen Punkt mitnehmen. Einwurf ausgeführt. Erstmal hintenrum. Zu Dominik Schmidt. Der legt weiter zu Schöneberg, der wieder in der Mitte zu Schmidt. Und Schmidt jetzt wieder mit dem langen Ball. Auf Amaschaibu und der Ball ist sofort weg. Zweiter Ball bleibt aber bei Schöneberg. Der jetzt Amaschaibu am Ball, drischt ihn einfach nach vorne, versucht der Hoffmann einzusetzen, da ist er aber nicht. Blind ist hat man. Ja, wir können froh sein, dass Groß Asbach genauso blind ist und die Preußen jetzt wieder einen Ball besetzt. Mehmet Kara hat er jetzt vielleicht die zündende Idee, wird er sofort angegangen, spielt weiter zu Schöneberg, hat er gut gemacht. Und er wird dann da gelegt. Es wird Freistoß geben. So, 5 Minuten plus Nachspielzeit. Jetzt müssten wir uns einfach mal irgendwie hier belohnen, weil eigentlich haben wir bis auf dieses Tor eigentlich einen ganz soliden Auswärtsauftritt hingelegt. Freistoß kurz ausgeführt. Kommt jetzt am 16er runter. Die Krone im Strafraum. Krone im Strafraum. Kommt die Flanke, kommt der Ball. Ja, da ist er. Und mit Nein. Kann den Ball nicht kontrollieren aus 5 Metern. Geht leider ins Aus, Tor aus. War aber auch sehr scharfe Flanke, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Er war schwer zu kontrollieren. Aber es wäre nochmal eine Chance gewesen. Somit Abstoß für Groß Asbach. Und wir bereiten den dritten Wechsel vor. Oder wartet Ralf Lohse noch? Naja, wartet wohl noch. So, Ball im Spiel wieder, geht über die Mittellinie, den Jens Ruckenbrot abköpft. Und es geht wieder hin und her. Dominik Schmidt wird da gefoult, gelegt. Das muss man eigentlich pfeifen. Kevin Schöneberg passt aber hinten auf. Max Schulze-Nius mit einem Befreiungsschlag, der allerdings bei den Roten runterkommt. Die jetzt aus 20 Meter zentrale Position versuchen zu schießen. Und schießen auch. Gut gehalten von Max Schulze-Nius, der zur Ecke klärt. Schuss ungefähr aus 20 Metern. Und
Die dritte, nee, vierte Ecke für Groß Asbach. Wird vom Tor wegkommen wieder. Von der rechten Seite. Halle Viertel zwischen 2-1 gegen Cottbus. Ja, soll uns im Moment nicht alles interessieren, glaube ich, so wirklich. So, Ecke kommt jetzt nochmal. So. Eine Spitze vorne. Einmal Scheibu. Ecke kommt rein, geht vom Tor weg. Alles geht hoch. Ja, zweite Ball bleibt bei Asbach. Da kommt scharfe Flanke. Und jetzt Mehmet Kara kann mal Tempo aufnehmen. Aber spielt, ja, da ist ein 60-Meter-Pass, den Amaschalbu auch nicht erlaufen kann. Da ist einfach, na gut, ja, Groß Asbach. Das ist jetzt irgendwie ein Lucky Punch, ja. Ja. Groß raus. Zweiter Ball ist halt Humboldt. Jetzt muss es mal schnell gehen. Schön rausgelegt auf Kara. Der gewinnt das erste Duell. Wird dann sofort angegangen. Versucht auf Hoffmann zu spielen. Aber der hat nicht mitgedacht. Aber Asbach trischt den Ball nur nach vorne zu Dominik Schmidt. Der spielt weiter zu Schöneberg. Der setzt jetzt in der Mitte Truckenbrot ein. Der legt links raus. Alles noch an der Mittellinie zu Schulz. Der geht jetzt mal Richtung Mitte. Spielt dann Mehmet Kara an. Legt dann zurück. Auf Truckenbrot. Wo ist jetzt die Lücke? Rechts raus wieder zu Kara. Kara hat den Ball. Spielt weiter zu Amaschaibu. Der setzt sich da gegen zwei durch und spielt das schön auf Schöneberg. Der ist schon im Strafraum. Im letzten Moment kann er erst einmal einen Asbach hackeln. Kara hat aber an der Eckfahne den Ball. Und muss jetzt sehen, dass der die Anschlussstation findet. Findet Rummut. Der flankt jetzt Richtung Strafraum auf Hoffmann. Gewinnt das Kopfballduell nicht. Zweiter Ball bleibt aber bei Preußen. Schöneberg ist am 16er. Schießt. Bleibt erstmal hängen. Truckenbrot hat den Ball. Komm, Jungs, jetzt müsst ihr es irgendwie erzwingen. Truckenbrot lässt den ersten aussteigen. Flanke Richtung Strafraum. Da ist aber nur ein Asbacher. Zweiter Ball bleibt bei Preußen. Amaury Bischoff, 5 Meter vor dem 16er. Spielt in den Strafraum zu Rocky Krone. Der versucht da, den Asbacher abzuschütteln. Das gelingt noch nicht. Aber Preußen hat den Ballbesitz. Wieder zurückgelegt zu Amaury Bischoff. Flanke jetzt Richtung Strafraum. Zweiter Pfosten. Nein, den hat der Torwart. Ganz sicher. 44 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Langer Ball jetzt. Hoffmann köpft in die Mitte zu Scherder. Ja, jetzt ist so langsam die Zeit, wo wir uns wahrscheinlich mit dem 1-1 wieder begnügen müssen. Preußen kommt über die linke Seite. Amaschaibu am Ball. Spielt mit Mehmet Kara. Der sucht das Dribbling. Ja, verliert den Ball allerdings. Preußen bleibt alle im Ballbesitz. Amaschaibu wirft ein. Spielt zurück oder wirft zurück auf... Lose ist stinksauer. Ja. Sagt über die Außen... Ja, hat er schon in der ersten Halbzeit angezeigt. Breit machen das Spiel. Preußen mittlerweile auf der rechten Seite. Hoffmann will mit einem Hackenabsatz weiterschleiten. Ball landet aber im Aus, weil ein Asbacher Fuß dazwischen ist. Krone hat den Ball jetzt, geht ins Mittelfeld. Spielt weiter auf Jens Druckenbrot. Der nimmt mir mit Kara ins Spiel. Der sucht den Zweikampf, das Dribbling, verliert es aber. Und somit ist Groß Asbach im Ballbesitz. Die spielen erstmal hinten rum. Ja, wollen den Ball rausschlagen. Wird aber irgendwie auch so eine Kerze. Simon Scherder mit allen Körperteilen, die er zur Verfügung hat, klärt. Jetzt auf Amaschaibu. Und Scherder, pass auf, Krone. Zweite Ball ist bei Amaschaibu. Der dribbelt am 16er. Sieht, oh, Mehmet Kara, aber leider ein guter Fuß. Amaschaibu, ey. Ja, die Idee war, glaube ich, nicht schlecht. Ey. So, Preußen im Ballbesitz, Einwurf ins Truckenbrot. Spielt hinten rum über dem Dominik Schmidt, Amaury Bischoff spielt mit Krone. Und da Hoffmann im Strafraum spielt und. Nein, aber der Keeper geht im letzten Moment noch die Pranken dazwischen. Mann, das war schön freigespielt da von Rocky Krone. Mann, ey. So, lang abgeschlagen. Ein, zwei Minuten willst du noch geben. Ich habe nicht gesehen, dass irgendwo die Nachspielzeit angezeigt wurde. Groß Asbach da jetzt im Ballbesitz. In der Hälfte der Preußen. Kann sich da erstmal behaupten. Links rausgelegt. Und Ball ins Aus, ne, im letzten Moment. Kann er doch, es gibt Abschluss. Der Ball war im Aus. Das ist jetzt wohl die letzte Aktion ungefähr, denke ich mal. Hast du gesehen? Er hat noch nichts angezeigt. Noch nichts angezeigt. Ja, vielleicht gibt es da noch 2-3 Minuten. Komm, Jungs, jetzt erzwingt das irgendwie. Truppenbrot wieder angespielt, wieder sofort angelaufen, aber kann den Ball erst mal behaupten. Der Pass von Bischoff schlampig auf Hoffmann, aber die Asbacher klären nur ins Aus.
Schöneberg nimmt sich den Ball jetzt. Wo ist jetzt der Schlüssel? Spielt erstmal zurück zu Dominik Schmidt. Der spielt in die Mitte zu Scherder. Hoppel, hoppel, hoppel der Ball. Und der drischt den Ball nach vorne Richtung Amaschaibu. Der geht aber gar nicht ins Kopfballduell. So kann er es auch nicht gewinnen. Posten wird aber den Ball besetzt. Truckenbrot spielt da mit. Doppelpass mit Amaury Bischoff. Das misslingt. Und jetzt Groß Asbach wieder. Rechts ins Aus. Also die sind technisch auch einfach zu limitiert, um jetzt hier noch was zu setzen. Aber vielleicht jetzt Kara. Kara verarscht sich da so ein bisschen selber. Falscher Einwurf gibt es. Falscher Einwurf auch noch. Ja. Ja, es ist. Ja, es ist auswärts in Summe einfach zu wenig. Wir spielen nicht. Ich zeig da was an. Drei. Zwei Minuten. Zwei Minuten jetzt noch. Leute, ihr müsst euch wahrscheinlich damit anfreuen, dass es hier beim Unentschieden bleibt. Außer Groß Asbach kriegt jetzt noch was aus dem Mix wieder. Ja, Mehmet Kara holt sich den Ball vom Einwurf. Simon Scherder drischt den Ball nach vorne mit zu Amaschaibu. Der guckt. Der guckt gar nicht. Der haut den Ball einfach nur nach vorne. Zum Glück könnte. Mann, ey. Da würde ich als Trainer verrückt werden. Echt. Naja, gut, dass ich nicht der Trainer bin. Jetzt gibt es Abstoß für die Preußen. Dominik Schmidt hat den Ball schön ins Ausrollen lassen. Sieht schon fast so aus, als wenn sich die Preußen mit dem Punkt hier zufrieden geben. Na, das glaube ich nicht. Aber Amaury Bischoff treibt den Ball nochmal, spielt einen langen Pass nach vorne, den der Torwart allerdings abfängt. Drauf da. Ja. Rocky Krone checkt zwar vor, aber den Ball konnte keiner mehr erlaufen. Oh, jetzt sind wir jetzt gerade wieder vom Server geflogen. Ärgerlich. So, lange Abschlag von Groß Asbach. Jetzt faul. Ja, den hättest du auch nicht falten müssen. Wir waren im Ballbesitz. Ja, Simon Scherder krümmt sich und liegt ein bisschen am Boden. Also, den hätte man auch laufen lassen können. Dominik zeigt schon an. Lang, weit, hoch, alles nach vorne. Ja, die müssen es jetzt einfach irgendwie mal erzwingen. Ja. Das gehört halt auch einfach mal zu. Das ist halt diese dreckigen Siege. Die brauchst du einfach. Ja. Was lose steht hier vor uns, fast Steiner. Gib den Ball doch jetzt frei, Schiri. Ja. So, hoch und weit von Dominik Schmidt. Kommt am 16er runter. Kommt erstmal auf dem Asbacher Kopf. Und Hoffmann. Foulspiel. Und nochmal Foulspiel. Freistoß für Preußen. Und Freistoß für Preußen. Vielleicht ist das nochmal die Chance. Gut, 30 Meter vor dem Tor. Komm, vielleicht ist das die Chance. Die Bank von Preußen begibt sich. Oh, die Auswärtsspieler begeben sich zur Bank zurück. Amaury Bischoff und Kevin Schöneberg stehen da. Amaury Bischoff wird das wohl machen. Komm, das wär's doch jetzt mal. Wir hätten es so verdient, jetzt hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Amaury Bischoff führt den Freistoß aus. Der kommt nicht schlecht. Aber beide. Er zeigt Abseits an. Abseits. Aber die Preußen werden sowieso dran vorbeigesprungen. Das war eigentlich ein perfekter Freistoß. Ja, müssen wir uns leider mit anfreuen mit dem 1-1. Ja. Ich glaube, das war die letzte Aktion. Und genau so ist es. So ist es. Wir spielen nur 1-1. Auswärts. Ja. Das Ergebnis technisch einfach nicht viel drin. Und das ist verdammt ärgerlich, weil das wird in Summe, wenn das so weitergeht, wird das nicht reichen für eure Ambitionen. Wir nehmen zumindest einen Punkt mit. Ich sag mal, vielleicht an der Punkt, das Positive rauszuziehen. Ja. Wir nehmen auswärts einen Punkt mit. Ist ärgerlich, aufgrund der ersten Halbzeit war mehr drin. Man hätte vielleicht früher den Sack zu machen müssen. Ja. Aber gut, müssen wir uns die Punkte woanders wiederholen. Ja. Also mit der Auswärtsbilanz wird es auf jeden Fall schwer. Schade, wenn 2-1 geblieben wären, dann wäre das halt dieser dreckige Sieg gewesen. Denn in Summe, da hätte man gesagt, die Preußen waren abgezockt. So haben sie mit den 1-2 Chancen, die Groß Asbach dann in der zweiten Halbzeit hatte, haben sie sich das alles kaputt gemacht. Und so wird man nicht sagen, ihr habt jetzt abgezockt 3 Punkte geholt, sondern ihr seid einfach nicht konzentriert genug, abgezockt genug, um solche Dinger zu gewinnen. Das wird ungefähr der Tenor sein. Es ist jetzt wieder nicht zu ändern. Es steht 1-1.